can hold my body down. Good cold evening, gentlemen. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Unter der Zeitlupe. Wir sind ein äußerst filmfreudiges Team, das sich bei Filmstarts bei der Arbeit kennengelernt hat und wir uns danach einfach dachten, wir mochten es so sehr, über Filme zu diskutieren und sie zu analysieren, dass wir das einfach gerne für die Nachwelt festhalten wollen. Und zwar wollen wir uns erstmal zunächst alle vorstellen und dann wollen wir über unseren heutigen Film des Tages oder Film der Woche in dem Falle, Film des Monats, reden, Django Unchained von Quentin Tarantino. Aber wie gesagt, zunächst stellen wir uns einmal vor. Dann beginnen wir mal bei Matze. Jo, ich bin Matze, ich studiere Englisch und Deutsch, bin Filmfan seit langer, langer Zeit, schaue, dass ich auch in der Arbeit immer irgendwie was damit zu tun habe und mag es ganz besonders, hier auch mit Leuten darüber zu reden, wo wir jetzt schön die Gelegenheit dafür haben. Vielleicht wollen wir einfach mal anfangen mit unseren Filmen des Jahres 2012. Ja, genau. Das habe ich vergessen zu sagen. Noch haben wir die Gelegenheit dazu. Das Jahr ist noch nicht allzu lang. Und mein Film des Jahres 2012 war Cloud Atlas, weil es für mich der interessanteste Film war, insofern, als dass er sich wirklich was getraut hat, dass er tatsächlich eine kleine Revolution angestrebt hat, wirklich viel gemacht hat, was es vorher so noch nicht gab. Es ist diese Zusammenfassung von ganz verschiedenen Genres und Geschichten, die aber gemeinsam so gut funktionieren und auf jede mögliche emotionale Ebene bei mir angespielt haben und deswegen für mich einfach der beste Film des Jahres 2012. Und die größte Enttäuschung für dich? Die größte Enttäuschung für mich war auch gemessen an den Erwartungen der Hobbit und ganz besonders deswegen, weil ich den Film in dieser großartigen neuen Technik HFR, die 48 Bilder pro Sekunde. Das ist ironisch gemeint. Das war ironisch, ja. Ich hoffe, man kann es hören. Nein, das ist eine Technik, die absolut nicht geeignet ist für Spielfilme. Schon gar nicht, wenn man plant, so viel CGI zu verwenden, weil jedes künstliche Etwas in dem Film fällt einfach auf und es tut weh. Es ist wirklich traurig, weil ich das Gefühl habe, dass ich den Film in einer anderen Technik hätte mögen können. Und es ist wie im Kino zu sitzen und der Regisseur sitzt vor dir und schlägt dir unentwegt in den Magen, damit du den Film nicht genießen kannst. Ich meine, gestern haben wir bei den Trainern lief dann irgendwie auch so eine Werbung für ein World of Warcraft Spiel und ich habe es schon mal gesagt, das sah besser aus als der kleine Hobbit. Absolut. Es sah realistischer aus und wenn man schon auf so einer blöde Computergrafik sitzt, dann muss man es halt gut machen. Wer spricht da eigentlich? Hier spricht Samuel. Samuel, ich kenne die anderen auch von hier. Ich glaube, hier wollte gerade Carlotta was sagen. Ich wollte eigentlich noch einfach so als Referenz, wollte ich einfach noch fragen, Matze, was ist denn überhaupt dein Lieblingsfilm allgemein? Einfach damit man weiß, womit man es hier zu tun hat. Okay, mein Lieblingsfilm ist Fight Club. Auch wieder aus einem Grund, das ist für mich der kompletteste Film. Es ist ein Film, der auf ganz vielen Ebenen funktioniert. Intellektuell, emotional werde ich so sehr angesprochen von dem Film. Deswegen mein All-Time-Favorite wird da wahrscheinlich auch nicht mehr weg zu boxen sein, aus Nostalgiegründen noch dazu. Ja. Gut, das war dann, finde ich, interessant. Das ist auch gut zu wissen, was wir einfach generell für einen Filmgeschmack haben, ist nicht nur bezogen auf das letzte äußerst blockbusterreiche Kinojahr, sondern was uns einfach so in unserem bisherigen Leben als Filmfan so wirklich am meisten begeistern konnte. Und deswegen finde ich es auch interessant, von Samuel gerade das zu hören, denn ja, du bist ja Filmstudent. Ich bin Samuel. Ich habe erstmal in Erfurt Kommunikationswissenschaften und Geschichtswissenschaften studiert, hatte aber schon relativ früh beschlossen, irgendwie so mit 16, 17, dass ich gerne an eine Filmhochschule will und habe mich dann beworben letztes Jahr und studiere jetzt an der DFFB. Einer sehr guten Filmhochschule. Ich studiere Regie im ersten Jahr. Ich habe im September angefangen. Ja, und drehe also auch Kurzfilme und hoffentlich vielleicht irgendwann auch
Langfilme. Ja, sonst habe ich die Gruppe hier auch kennengelernt bei Filmstarts und zu mir, damit ihr mich ein bisschen filmisch kennenlernt, kann ich sagen, dass mein Lieblingsfilm, damit fange ich mal erstmal an, Oldboy ist von Park Chan-wook. Ich bin ein ganz großer Fan von dem koreanischen Kino. Ich denke, wenn man Filmemacher ist, ist es eigentlich das beste Land, in dem du sein kannst, weil die erfolgreichsten Filme auch meiner Meinung nach die besten sind, was in Deutschland ja absolut nicht so ist. Ja. Moment mal, Kaino Hasen ist ein Meisterwerk. Ja, oder Ziemlich beste Freunde, was dann auch der erfolgreichste war. Aber wie auch immer, ich liebe den Film. Ich habe ihn inzwischen über 30 Mal gesehen und ich habe trotzdem jedes Mal das Gefühl, dass er mir etwas Neues bietet. Und wenn ich einem Alien einen Film zeigen dürfte, dann wäre es immer Oldboy. So, jetzt, wenn jetzt zum letzten Jahr, um zum letzten Jahr zu kommen, ich fand am besten Drive von Refn. Ich finde, dass der Film wirklich perfekt diese Struktur einer griechischen Tragödie beibehält und eine Mischung schafft aus krasser Überstilisierung und trotzdem behält es sich bei, authentisch zu sein. Ich finde, es funktioniert als große Hommage an Melville, an alte französische Krimis. Ich liebe diesen Film. Ich habe einen Man-Crush, wie wir alle, auf Ryan Gosling, durch den Film nochmal verstärkt. Ich möchte aber gleich noch einen zweiten Film erwähnen von einem jungen deutschen Regisseur, David Sieverking. Der hat den Film Vergissmeinnicht gemacht, heißt genauso wie auf Deutsch Eternal Sunshine of a Spotless Mind und ist ein Dokumentarfilm über seine an Alzheimer erkrankte Mutter und dieser Film schafft es einem ein bisschen die Angst zu nehmen vor dem Alter, wenn die Eltern sterben und ich finde ihn ein wirkliches Meisterwerk. Den Film, der mich am meisten enttäuscht hat im letzten Jahr, das war Prometheus. Ich finde, es reicht nicht, dass man große Fragen aufwirft. Es ist so, dass der Film visuell etwas zu bieten hat, aber am Ende müssen Filme beides sein und es ist ein krasses Ungleichgewicht aus visueller Perfektion, auch was das Szenenbild angeht und alles, und einem Inhalt, über den dadurch hinweg getäuscht wird. Und deshalb, das ist, glaube ich, der einzige Grund, warum der Film überhaupt für ein paar Menschen funktioniert hat. Das ist alles, was ich irgendwie so dazu sagen kann. Womit wir bei mir wären, Matthias. Ich bin zurzeit arbeits- und studienlos, leider. Ich habe ein nicht so erfolgreiches Semester Philosophie und Geschichte studiert in Düsseldorf, bin danach aber dann umgehend zu Filmstarts gekommen, wo ich diese netten jungen Herren und die Dame kennengelernt habe. Ja, bin schon seit geraumer Zeit, einigen Jahren, ein großer Filmfan. Damit ihr wisst, wo ihr mit mir seid, mein Lieblingsfilm wäre dann doch The Tree of Life von Terrence Malick. Ein für mich spiritueller, filmtechnischer Sicht ein absolutes Meisterwerk, was mutig und nicht einfach abzufertigen ist, wie oft in der Rezension über den Film gemacht worden ist. Von wegen, wem gefällt und wem nicht. Ein Film, über den man durchaus viel mehr reden kann und sollte. Ja, kommen wir dann direkt mal weiter zum Filmjahr 2012. Da war für mich das absolute Highlight Michael Haneke's Amour. Ein Film, ich meine, er hat eigentlich kaum, ich glaube, nicht wirklich schlechte Kritiken bekommen. Ich glaube, es gibt keinen, den irgendwie überhaupt nicht mag. Ein ganz toller Film, der sich aber für mich nicht nur in affektiver Hinsicht, also nicht nur rein emotional und flach betrachtet, ein großartiger Film ist, sondern auch in filmanalytischer Sicht viel mehr zu bieten hat, als man vielleicht denken kann. Und deswegen als erklärter Romantiker für mich ein absolutes Meisterwerk, was ich da gesehen habe. Zur größten Enttäuschung, vielleicht jetzt ein bisschen langweilig, aber da muss ich einfach Samuel beipflichten, war für mich auch Prometheus ein visuell überragender Film. Absolut, das muss man sagen. Also ich habe selten im Kino, bis gar nicht noch im Kino gesessen und wurde von so einer Bildgewalt erfasst. Das war schon ein ganz großes Kino, aber das Thema, was der Film einem anbietet, dieses Hauptmotiv Glaube und Religion, da wurde ich als Zuschauer mit leeren Phrasen und schlechten Argumenten abgespeist, was mir überhaupt nicht gefallen hat. So ein bisschen wie Lost. Man stellt tausende Fragen und man beantwortet sie nicht. Also ich persönlich habe ja überhaupt nichts gegen Fragen stellen und nicht beantworten. Für mich will der Film sogar Antworten geben, die mir aber gar nicht gefallen haben.
Ja, womit wir dann mit mir fertig werden und ich reiche das Mikro weiter. Dankeschön. Dann will ich auch noch zu mir, der werten Moderatorin dieser Veranstaltung, auch noch etwas sagen. Ich bin Carlotta. Ich habe im letzten Jahr meinen Bachelor in Amerikanistik, Anglistik und Deutsch als Fremdsprache gemacht. Bin nun auch noch auf der Suche nach einem schönen Arbeitsplatz für mich in einer schönen Redaktion, wie es auch in Filmstarts der Fall war, wo man einfach sich austauschen kann und einfach das über das schreiben kann, was einem einfach gefällt, und zwar Filme im besten Fall. Und ja, ich bin auch schon, seit ich denken kann, einfach ein absoluter Filmcrack. Und mein Lieblingsfilm ist auch, wie bei Matthias, von Terrence Malick, aber nicht The Tree of Life, sondern The Thin Red Line, der schmale Grat im Deutschen. Denn der Film ist für mich einfach ein universales Erlebnis. Es ist für mich immer wieder ein spirituelles Erlebnis, mir diesen Film anzusehen. Es ist ähnlich wie bei Samuel, wenn er das über Oldboy sagt, ich kann das auch bei diesem Film sagen, er gibt mir einfach jedes Mal, wenn ich ihn sehe, etwas Neues. Und die schauspielerischen Leistungen sind einfach superb. Malick weiß es einfach, wie man einfach reale Momente einfängt und sie einfach noch durch Poesie verschönert und durch ein wunderschönes, eine Bildgewalt an Natur eindrücken. Und grundsätzlich bin ich auch ein absoluter Fan von Jim Caviezel, der ist vielleicht im Mainstream-Publikum eher noch bekannt als Jesus von Nazareth in Mel Gibsons Die Passion Christi, aber er hat in dem Film auch schon eine Jesusfigur dargestellt und ich finde das einfach, ich bin ein großer Fan von diesem Film. Von Jesus? Nein, noch nicht Jesus. Jesus war ein guter Mann. Also ja, na klar, Jesus selber ist ein absolut cooler Typ gewesen, aber naja. Gut, aber nun zum Filmjahr 2012. Mein absoluter Lieblingsfilm ist kein großer Blockbuster gewesen oder anspruchsvolles Arthouse-Kino, sondern einfach ganz klein und einfach Wes Andersons Moonrise Kingdom. Der hat mich von vorne bis hinten einfach gefangen und begeistert. Ich hab mir von dem Film nicht viel erhofft im Vorfeld, was eigentlich gar nicht mal so schlecht war. Denn ich wurde belohnt mit wunderbaren, kleinen, skurrilen Einfällen und einfach einer wunderschönen, kleinen Liebesgeschichte, die auch überhaupt nicht gestellt rüberkommt, nicht prätentiös war. Und die beiden Kinderdarsteller oder sagen wir mal Jugenddarsteller, die hatten keine Kinder mehr, haben mich einfach total komplett begeistert. Sie konnten gegen Filmgrößen wie Tilda Swinton oder auch Edward Norton locker bestehen, hatten überhaupt keine Probleme und ich liebe einfach sowas. Ich freue mich über gute Kinder- oder Jugenddarstellungen und bin einfach ein großer Fan von den kleinen, einfachen Filmen, die mir einfach zeigen, wie schön das Leben sein kann. So. Gut, ja, meine große Enttäuschung vom letzten Jahr war The Dark Knight Rises. Natürlich war das wahrscheinlich, ich würde fast sagen, das war der meist erwartete Film sogar des letzten Jahres, denn einfach was The Dark Knight einfach mit dem Genre der Comicbuch-Adaption, sag ich mal, angestellt hat, war einfach schier unglaublich. Und von daher war es eigentlich schon im Vorfeld klar, dass The Dark Knight Rises da nicht ganz anknüpfen konnte. Aber leider hat er es für mich noch viel weniger getan. Er hat einfach mich in gar keiner Weise überzeugen können. Die Figuren waren einfach schlecht ausgearbeitet. Wendungen kamen einfach absolut unlogisch daher. Das Ende war einfach nur inkonsequent. Ich weiß gar nicht, wo ich weiter... Es war einfach sehr enttäuscht. Ich weiß gar nicht, wie ich das weiter ausführen soll. Also es gibt wahrscheinlich auch einige andere, abseits der Nolan-Fanboys, die mir das quasi so auch glauben und mich darauf verstehen können, wenn ich das sage, dass einfach das kein perfekter Film ist. Gut. Dann kommen wir einfach mal zu dem heutigen Film, den wir hier besprechen wollen, und zwar Quentin Tarantinos ersten wirklich vollblutigen Versuch, einen Western zu drehen in Form von Django Unchained. In Django Unchained spielt Jamie Foxx die Titelfigur Django, der als Sklave von Dr. King Schulz, gespielt vom Österreicher Christoph Waltz, befreit wird. Gemeinsam machen sie sich dann auf eine kleine Kopfgeldjägertour und kriegen quasi die bösen Buben ran. Und natürlich gibt es dann noch eine kleine andere Mission. Django will seine Frau Brumhilde von Schaft von dem bösen Plantagenbesitzer Kevin Candy. Was? Gut, der Name ist einfach nicht richtig. Candyman. The Candyman Cam.
von Calvin Candy, natürlich gespielt, wie wir ja alle wissen, von Leonardo DiCaprio. Er will seine Frau befreien und begibt sich auf eine blutige Mission. Dabei unterstützt, wie gesagt, von dem äußerst wortgewandten und eloquenten und äußerst charmanten Dr. King Schulz. Der Film hat auf jeden Fall bis jetzt große Erfolge einstreichen können, ist in den USA und auch hierzulande in Deutschland so gut gestartet wie bisher noch kein Tarantino-Film. Bei dem Internetportal Metacritic, wo ein Durchschnittswert für jeden Film errechnet wird, quasi hat er momentan einen Score von 81 Punkten von maximal 100 und steht damit auf Platz 3 von den bisherigen Tarantino-Filmen. Auf Platz 1, nur mal so zum Vergleich, steht Pulp Fiction, auf Platz 2 Kill Bill 2. Von daher ist er grundsätzlich sehr gut angekommen, aber jetzt wollen wir einfach mal sehen, was ist da dran, wie haben wir den Film wahrgenommen. Und nun ist es ja so, dass es ja kein großes Geheimnis ist, dass Quentin Tarantino ein absoluter Spaghetti-Western-Verehrer ist. In all seine Filme, selbst in den unwahrscheinlichsten, hat er Elemente einfließen lassen. Die finden sich natürlich bei Kill Bill oder bei Inglourious Basterds oder auch bei Pulp Fiction. Jetzt hat er sich nun wirklich an einem vollblutigen Western versucht, auch wenn es sich hier eher um einen Southerner handelt. Denn der Film spielt nicht im Westen Amerikas, sondern im Süden. Und das ist auch kein Spaghetti-Western, denn es sind keine italienischen Elemente mit drin. Geschweige denn, dass er in Italien überhaupt nicht gedreht wurde. Aber jedenfalls ist es klar auf der Hand, es sollte ein Western werden. Ist es Quentin Tarantino eurer Meinung nach gelungen, einen wirklich guten Western abzuliefern? Was sagst du, Samuel? Ich eröffne das mal, ja. Also ich denke, dass es sehr schwer so einfach zu beantworten ist. Ich habe einen Gesamteindruck, dass ich denke, der Film ist gut. Er hat mich wirklich gut unterhalten, aber er hat viele Schwächen. Und der Maßstab ist höher bei Tarantino, bei Western, weil, wie du gesagt hast, in all seinen Filmen steckten Western-Elemente. Da war so viel vorher schon drin, dass ich das Gefühl hätte, es gibt kein Genre, in dem er sich so gut entfalten kann, wie er sich im Western entfalten kann. Und ich finde, es ist ihm nicht wirklich geglückt. Er schafft zwar bestimmte neue Elemente reinzubringen, aber ob er es wirklich schafft, Genregrenzen zu überspringen, zu erweitern, ist dann die Frage. Oder ob es am Ende einfach ein Tarantino ist und ich weiß nicht, ob er wirklich schafft, etwas komplett Neues zu machen. Er hat wie immer seine ganzen Anspielungen, er hat Walz, der angelegt ist an Kinski in Corbuccis Leichenpflaster an seinen Weg. Er hat ganz viele kleine Verweise auf schrecklich schlechte Spaghetti-Western, wie am Ende das Feuer auf dem Sarg voller Dollars. Er hat ganz viele solche Verweise. Das bietet sich auch gut an, das macht er sonst auch. Aber ich denke, dass insgesamt der Film nicht schafft, meine Erwartung zu erfüllen. Ich habe das Gefühl, dass nicht nur, weil es ein Western ist, Western heißt nicht, dass man nicht auch den Charakteren Tiefe geben muss, dass man wissen muss, wo ihre Motivation herkommt. Und das ist für mich das größte Problem. Bei fast allen Charakteren habe ich das Gefühl, dass man nicht wirklich spürt, worum sie kämpfen. Klar weiß man, dass Django seine Frau befreien will, aber man spürt nichts von dieser Liebe, man spürt nichts von diesem großen Ding, was ihm fehlt. Und da sind einfach auch viele Probleme, wie die Rollen angelegt sind. Auch bei Christoph Waltz, die Motivation, dass er ihm hilft, da reicht nicht die Nibelungen-Anekdote und alles. Ich hätte mir da gewünscht, dass vielleicht eine Ex-Frau ist, die man sieht. Es gibt diesen, in Django gibt es diese eine tolle auf irgendwie Super 8 oder irgendwas gedreht. Also es hat so einen alten Filmmaterial-Look, diesen tollen Flashback, wo man sieht, wie Djangos Frau gequält wurde. Und vielleicht hätte man sowas auch bei Christoph Waltz machen müssen, bei Schulz. Und man sieht, dass Schulz selbst eine Frau verloren hat, um ihm eine Motivation zu geben, diesen Sklaven zu helfen. Aber sonst reicht es für mich nicht. Und das schafft er nicht zu füllen. Und insofern habe ich das Gefühl, ist der Film eine Spielerei, die mich sehr gut unterhalten hat. Ich habe sehr viel gelacht, aber ich habe mich mehr erfreut an Effekten, an bestimmten an Montagen, an Liedern, an Dialogen, denn an der Handlung. Ich habe das Gefühl, dass die Handlung für mich nicht das erfüllt hat, was ich erwarte bei Tarantino und was er sonst oft geschafft hat, dass er es schafft, Intertextualitäten, Coolness und alles zu verbinden, zu etwas, was ganz Neues macht und trotzdem sich erhält und seine Eigenständigkeit beweist. Und hier bin ich mir nicht sicher, ob er das so schafft oder ob es wirklich nur
Effekte ist und quasi übersteuern und den Zuschauer überwältigen mit lustigen kleinen Szenen. Ich weiß nicht, ob das reicht für mich und ob es sich wirklich verbindet zum Ganzen. Und ich denke, dass auch hier der Film, der eigentlich ein bisschen klassisch daherkommt, trotzdem diesen Charakter hat von zusammengewürfelten Sachen und einzelnen Episoden. Und ich denke auch, dass der Film früher hätte enden können, wenn man Django sieht und den Käfig, wo dann reingezoomt wird auf einen Sklaven und er blickt Django hinterher, wie er wegreitet. Ich denke, das wäre ein Moment gewesen, da hätte man enden können. Offenes Ende, wird Django seine Frau retten. Und es wäre besser gewesen als dieses Coolness-Ende, was mich irgendwie an Wild Wild West oder Man in Black erinnert, wo Django die Brille abnimmt und dann nochmal ein kleiner Move. Das sieht fast aus wie aus dem Making-of, wo er auf dem Pferd reitet und mit ihm so Roboter-Move macht. Das wirkt fast so, wie als ob sie währenddessen gefilmt hätten. Während die Pause ist und Jamie Foxx als Django seine Moves auf dem Pferd zeigen darf. Soweit ich weiß, ist es ja sein eigenes Pferd gewesen. Ich glaube, sie fand es einfach nur toll, was das Pferd alles drauf hatte, auch mit ihm als Reiter. Aber warum tut man das nicht auf die Extras einer DVD? Da hast du natürlich recht. Das ist natürlich ein bisschen gimmickhaft gewesen. So, ich glaube, ich gehe mal weiter, sonst rede ich mich... Ja, und zwar, Matze ist ja ein selbsterklärter großer Tarantino-Fan und ich kenne keinen, der sich so sehr auf den Film gefreut hat wie Matze selbst. Hm, kannst du ja mal sagen, was... Wie hat er dich dann überzeugen können oder hat er es überhaupt tun können? Ja, also erstmal möchte ich anknüpfen an das, was Samu gesagt hat und ihm recht geben. Allerdings in einer etwas anderen Konsequenz. Und zwar sehe ich diese Probleme auch, aber ich finde, dass sie es nicht schaffen, den Filmgenuss groß zu schmälern. Und bin sehr, sehr scharf darauf, den Film nochmal zu sehen und zwar noch oft. Ich glaube, dass es ein Film ist, der wächst, wenn man ihn öfter sieht. Nicht nur wegen den Anspielungen, die irgendwann auch untergehen in der Masse einfach. Auch sonst glaube ich, dass viele Sachen drin sind, die einfach ein bisschen brauchen, bis sie bei mir ankommen. Ich bin tatsächlich weniger begeistert gewesen als von jedem anderen Tarantino, den ich im Kino gesehen habe. Aber glaube nicht, dass der Film tatsächlich ein qualitativer, zumindest kein großer Schritt nach hinten ist. Ich mag die Figuren in Django. Ich habe wirklich viel gelacht. Das heißt, auch als Western hat er mich überzeugen können, weil er er wusste technisch die Möglichkeiten zu nutzen, die der Western vorgibt. Er benutzt diese Snap-Zooms zum Beispiel relativ häufig, sehr, sehr witzig, aber nicht zu häufig. Und er macht daraus was ganz Neues, was in den meisten Western, also ein Snap-Zoom ist so ein ganz schneller Zoom auf meistens die Augen oder zumindest das Gesicht von einer Figur. Und meistens wurde es im Western so eingesetzt, dass es zu einer Intensivierung geführt hat, dass man sich halt, dass es Angst oder sonstige Gefühle hervorgerufen hat. Bei Tarantino ist es allerdings ein komödiantisches Element und es funktioniert so gut. Ja. Und er benutzt es auch meiner Meinung nach genau im richtigen Maße. Ich glaube, hätte er es einmal öfter benutzt, hätte man sich schon gedacht, the fuck, ich will es nicht nochmal sehen. Und einmal weniger hätte man sich eventuell gedacht, Mann, hätte mal mehr machen können. Ich glaube. Also ich finde visuell, dass ich dir recht gebe, das ist einer der Effekte, die wirklich sehr gut funktionieren. Ich muss auch jedes Mal lachen, wo das benutzt wurde. Das war einfach perfekt. Es war richtig gut benutzt, aber zum Beispiel finde ich, hat er mir zu wenig. Ich finde, wenn die beiden in die Stadt kommen, wo sie diesen Sheriff erschießen, relativ am Anfang des Films, das funktioniert auch alles. Da sehe ich ganz viele alte Western drin, aber ich finde, er hat sehr wenige klassische Western-Shots. Er hat kein richtiges Duell. Ich finde, da hätte er auch gerade in der Wüste war ich von diesem Film nicht so begeistert. Ich denke, er hat da das Potenzial, was ihm das Genre bietet, nicht in dem Maß ausgeschöpft. Und dann zum Beispiel das große Finale hat gar nichts mehr mit Western gemein. Das große Shootout, ich meine jetzt das, wo Django zunächst nochmal überwältigt wird, weil die Frau blutet, das hat nichts Westernhaftes daran. Das ist ein Zeitlupending, das könnte genauso gut, das könnte im Jetzt sein, Hip-Hop-mäßig, es hat lustige Elemente, aber es hat gar nichts vom Western und es ist auch wirklich nicht besonders gut gemacht, weil du verlierst sofort
das Gefühl dafür, geografisch verortet zu sein. Es wird sogar so geschnitten, wie als ob Django seine Frau angucken würde, als ihr die Waffe an den Kopf gehalten wird. Dabei müsste einem eigentlich klar sein, weil sie im ganz anderen Raum war vorher, dass das gar nicht möglich ist. Und das ist einfach was wirklich nicht gut geschnitten ist. Es ist eine Szene, die bringt Spaß, weil es Zeitlupe ist, und Zeitlupe bringt irgendwie immer Spaß. Es ist aber auch sehr einfach, weil wenn du Zeitlupe hast, du hast Kugeln, die fliegen, du hast Blut, was langsam spritzt, du hast ganz viele Körper, du hast diese Tarantino-Brutalität, das ist etwas, was Spaß bringt, aber es ist wirklich nicht so gut gemacht. Und auch im Vergleich zu Kill Bill, wo du immer weißt, wo du dich befindest bei den Kämpfen. Ich meine zum Beispiel die geniale Szene, der kleine Kampf in diesem Bungalow oder was das da ist, in der Wüste von Michael Madsen. Achso, mit L. Driver? In diesem Trailer, genau. Ja. Das zum Beispiel, du weißt in diesem winzigen Raum immer, wo du dich befindest. Du weißt, wie er ist, und das weißt du hier irgendwann nicht mehr. Und das ist einfach was bei guten Action-Szenen der Fall ist. Ich finde auch, dann kann man das eigentlich schon fast so zusammenfassen, man hat jetzt in all den ganzen Filmen, die Tarantino vorher gedreht hat, ob es jetzt irgendwelche Rache-Filme im klassischen Sinne waren, wie Kill Bill oder was auch immer, dass du da Western-Elemente drin hattest, und hier hattest du einen nicht ganz ausgegorenen Western, auf einmal mit ganz krass übertriebenen Action-Elementen drin, die einfach sich nicht richtig zurecht einfügen wollten. Absolut. Und deswegen war ich nur ganz schnell noch so oft erinnert an Wild Wild West. Ich hatte ganz oft das Gefühl, ich sehe da, ganz kurz, ich sehe da, wenn Jamie, ich finde diesen Film viel besser als Wild Wild West, aber wenn Jamie Foxx dieses, das hat dann ja auch sowas vom Neon-Western, wie er am Ende angezogen ist, mit dieser John Lennon-Sonnenbrille, die er da aufhat und sowas, das hat ganz viel von einem totalen, wie damals. Das hat mehr von so einem Pop-Ding. Und da ist ja eher auch irgendwie, er ist Pop-Art. Tarantino ist filmische Pop-Art. Und ich weiß aber wirklich nicht, ob er das ausschöpft, was er als Regisseur, und da sind wir uns, glaube ich, alle einig, wir lieben ihn alle, was er an Potenzial hat, ob er das ausschöpft. Natürlich hast du recht. Wir wissen nicht, wie es beim zweiten, dritten Mal ist, aber wir können jetzt nur ausgehen vom ersten Mal. Ja, Matze, und da finde ich, dass ich nicht sicher bin, ob er das ausschöpft. Also, um direkt Matthias, da mal anzuschließen an diese Popkultur, und nochmal zurückführend auf die Frage, ob ihm dieser Western, ob er daraus was Neues gemacht hat, ob ihm das geglückt ist, bin ich auch eher zwiegespalten, tendiert eher zu Nein, so wie Samuel jetzt schon gesagt hatte. Ich bin jetzt kein großer Western-Experte, so wie zum Beispiel Samuel, der viel mehr geguckt hat als ich, aber ich fühlte mich natürlich stark in vielen Szenen auch besonders natürlich bewusst daran an den Film Butch Cassidy und Sundance Kid erinnert, der als Neo-Western ja auch schon viel im Prinzip das gemacht hat, was Tarantino jetzt praktisch 50 Jahre später in Django macht. Und zwar, dass er halt Pop-Lieder mit einspielt und das... Dieses anachronistische Spiel. Genau, dieses anachronistische Spiel. Und dann sage ich, gut, das hatten wir jetzt schon vor 40 Jahren so, oder vor 50. Und im Prinzip bietet da Tarantino für mich nicht viel Neues. Also, wenn man den nicht geguckt hat, dann kann man sicherlich... Also, wenn jetzt Django der erste Western ist, den man... Also, der erste Neo-Western für einen ist, wo nur die Klassiker man geguckt hat und denkt so, ja, toll, der entwirft ja was Neues. Aber das ist dann halt, wenn man sich dann umsieht, hör mal, das gab es aber früher im Prinzip so ähnliche auch schon. Und da ist dann die Frage, wie viel gibt der noch mehr dazu? Und das ist für mich halt dann die Frage, das ist für mich also nicht auch allzu viel. Also wie viel das, was er noch dazu gibt, ich denke, er gibt viel dazu, aber wie funktioniert das? Das ist dann die Frage, weil er macht schon viel anders. Das sieht man auch an dem, wie wir gerade das Visuelle diskutieren, weil er diesen Snap-Zoom, heißt das, wie er das einsetzt und alles. Da sind sicherlich, also ich finde, dieser Film hat ganz viel, wo man jeder, egal ob man viele Western guckt oder nicht, was man erkennt an alten, aber er hat auch ganz viel Neues. Aber die Frage ist wirklich, ob all dieses Neue Sinn macht und dem Film mehr gibt. Und ich denke, am Ende muss man immer die Frage stellen, ob technische Entscheidungen Sinn machen und die beste Möglichkeit sind, den Inhalt zu übertragen. Und da komme ich hier oft oder zu unterstützen, auch bei der Musik, wie Mathieu schon gesagt hat, an den Punkt, dass ich denke, nein, es ist nicht immer das Beste. Und ich gebe nochmal zurück zu dir. Ja, also da hast du vollkommen recht, wo ich... hier beipflichten. Es ist auch so, dass der Film mich auch prinzipiell wirklich sehr gut unterhalten hat. Aber
also bis zu einem gewissen Punkt im Prinzip zum Showdown zwischen dem Dr. Schulz, Christoph Weiß und Kevin Candy. Kevin Candy, genau, super Name, aka der DiCaprio. Und das war bis dahin, hat der Film mich gepackt und es war alles gut und dann folgt dieser Showdown, ja, mit Django und den Widersachern, hat Samuel eben schon zugesagt, dass er das nicht so gut geschnitten fand und so. Und für mich ist auch da so ein Punkt, wo der Film für mich auch seinen dramaturgischen Bogen verliert, den er vorher eigentlich recht untypisch für Tarantino-Filme recht klassisch gehalten hat. Also es war nicht so episodenhaft wie sonst früher auch die Filme, sondern es war eher klassisch, immer noch episodenhaft, aber trotzdem eher klassisch. Und dann verliert er halt am Ende diesen Bogen, ja, und dann kommt praktisch es wird im Prinzip eine Schlusssequenz an die nächste gehängt, ja, und man denkt immer, ist er jetzt zu Ende? Das hat mich dann einfach nicht mehr gepackt und das war dann einfach nur so, wo mich der Film einfach nicht mehr mitgenommen hat, da habe ich ihn verloren. Und das ist dann halt gerade bei einem versuchten Western auch so schade, denn so ein wunderbarer Film, wie zum Beispiel Spiel mir das Lied vom Tod auch ist, dass einfach alles auf diesen großartigen Showdown hinläuft, wo einfach auch wirklich von jeder Figur weiß man, was treibt sie an, was bringt sie mit und warum sollte sie überleben oder er überleben, was auch immer. Das war einfach hier nicht gegeben. Ich hatte einfach nie das Gefühl, dass die Luft wirklich brennt. Ich dachte mir zwischendurch, die Reaktion einiger Figuren waren einfach absolut unlogisch. Die Stakes. Die waren einfach nicht high. Also man hat das Gefühl, dass die Stakes zwar da waren, man wusste, dass Django um seine Frau kämpft. Er hat es gesagt, man hat es aber nicht fühlen können. Ja, man spürt das da einfach nicht. Und das finde ich wirklich ein Problem, dass man nicht merkt, wie wichtig ihm das ist. Und da ist halt auch die Rolle so angelegt, dass der sehr, sehr... Er ist schüchtern am Anfang und er steigert sich da rein. Er geht ja auch mit den anderen Schwarzen dann immer schlechter um. Und er wird ja richtig auch innerhalb seiner Rolle, die er spielt, er wird einfach richtig... zu dem alten Django, also Frank Nero, der ja auch einen Auftritt hat, er wird immer cooler und cooler und er wird zu so einem ganz klassischen Western-Charakter, der wenig sagen muss, cool gucken muss, auch so wie Clint Eastwood oder so. Und es funktioniert, finde ich gut, das ist aber in Ordnung, genau. Unter dieser Prämisse, dass es darum geht, dass er seine Frau retten will. Und da wir sind halt aus der Western-Zeit heraus und man hat beim Film Spiel mir das Lied vom Tod, sieht man ja am Anfang, was passiert so. Und hier wird das anders erzählt. Also man sieht erst Django, dann sieht man diesen komischen Rückblick, was da mit der Frau passiert ist, aber dann verschwindet Washington komplett. Und da ist sie wirklich so leer, dass man einfach nicht das merkt, was man merken müsste, was man spüren müsste. Also für mich habe ich irgendwann wirklich immer nur noch Lust gehabt, gib mir mehr zum Lachen. Und alle haben immer gelacht und gib mir ruhig nochmal Zeitlupe. Aber es war wie so ein reines Erfreuen an Effekten und an diesen typischen Tarantino-Elementen. Aber wenn man sich jetzt hinsetzt und den Film analysiert, finde ich, das ist wirklich als Film, wo man einen höheren Anspruch hat, mehr als einfach nur Intertextualität und coole Musik, das ist sehr schwer... war, wie die Handlung funktioniert hat, beziehungsweise ob sie überhaupt funktioniert hat. Genau, und da wäre ja eigentlich gerade die Figur von Kerry Washington, also Broomhilde von Shaft, ist ja nun mal das verknüpfende Element. Und nun ist die Frage, kann die Figur dann auch so stehen? Denn von sehr vielen wurde bereits kritisiert, sehr untypisch für Tarantino, die Figur von Broomhilde als wirklich die weibliche Hauptrolle in dem Falle ist einfach sehr schwach oder flach auch ausgearbeitet, was zum Beispiel auch unser Kollege von Filmstarts auch schon in seiner Kritik feststellte, Björn Becher. Und wie schwer fällt es denn nun so nach so starken Frauenfiguren wie einst Pam Grier's, Jackie Brown oder Uma Thurman's Beatrix Kiddo einfach ins Gewicht? Denn offensichtlich wollte ja gerade Tarantino ja das Ruder umreißen. Bei diesem Film, gerade wenn es um Sklaverei geht, dass einfach der Fokus darauf gelenkt wird, dass sich Django als Ex-Sklave einfach eigenständig super cool rächen kann und dass er dabei einfach nicht die Hilfe von einem super edlen Abolitionisten-Weißen braucht, der dann ihm die Hand reicht, während er noch so schwach zittert. Und diese Opferrolle, die er nun mal abgefallen ist, von dem Sklaven geht aber nun anscheinend, habe ich das Gefühl gehabt, auf die Frau über, die dann die typische Damsel in Distress oder im Deutschen die Jungfrau in Not einfach darstellt, aber
Kann sie denn so stehen, was haben wir davon, dass Django uns immer wieder sagt oder uns klar machen will, dass er diese Frau liebt und retten will? Kann man das nachvollziehen? Was ist da los? Warum hat Tarantino da vielleicht einfach bei der Frauenfigur einfach mal ein bisschen versagt? Ja, also ich glaube tatsächlich auch, er hat versagt. Ja. Das ist der Punkt, den man, denke ich, am leichtesten kritisieren kann, am schnellsten, weil er auch so ein zentraler ist, weil eben vieles von der Motivation, insbesondere von Django, davon abhängt, wie klar gemacht wird, dass er diese Frau liebt. Warum er diese Frau liebt, man hat überhaupt keine Ahnung. Sie sieht hübsch, gut aus. Ja. Also, genau, das reicht ist eigentlich nett schon. Anzusehen. Reicht eigentlich schon. Nee, es ist nicht nur, wenn man das Oeuvre von Tarantino betrachtet, ist es viel zu wenig, was die Frau zu bieten hat. Die ist im Grunde ist sie weniger Mensch geworden als vielmehr ein MacGuffin, irgendein Ziel, den man hinterher jagt. Kannst du noch mal kurz, vielleicht einige Zuhörer kennen ja den Begriff ganz nicht ganz, erklär das mal, was ist ein MacGuffin? Also ein MacGuffin ist ein handlungsantreibendes Element ohne Inhalt. Von Hitchcock geprägt. Von Hitchcock ist der Begriff geprägt. Wenn man sich zum Beispiel die Mission Impossible Filme anschaut, insbesondere die ersten drei, sind immer sehr stark von diesen MacGuffins geprägt, wo irgendetwas, zum Beispiel dieser Blacklist, hinterhergejagt wird und man weiß überhaupt nicht, was es ist. Ja, Reingold. Tarantino selbst hat damit schon mal sehr, sehr lustig gespielt. Mit dem Koffer? In Pulp Fiction mit dem Koffer, wo kein Mensch weiß, was drin ist. Und letzten Endes spielt es auch keine Rolle. Und bei Kerry Washington ist es allerdings so, es würde eine Rolle spielen. Es würde so viel hergeben, wenn man wüsste, was diese Frau antreibt und was Django antreibt, zu dieser Frau unbedingt zurückzukehren. Warum muss er sie retten? Ich habe gerade nochmal drüber nachgedacht und ich glaube, wir sind da einer Meinung. Ich habe es ja auch schon so angedeutet. Ich frage mich nur, ob Tarantino, jemand, der so viel mit Zitaten spielt, ob der nicht, weil in den Spaghetti-Western gibt's genau sowas. Man trifft den Lonely Rider, der sagt, ich mach das für meine Frau, oder der alte Jack wurde getötet und dann versucht er das zu machen, oder man sieht in einer Szene ganz schnell, wie irgendjemand erschossen wird und dann also ich rede jetzt nicht von den Top-Dingern, nicht von Leone, sondern von den anderen, die irgendwie auch alle ihre Verweise kriegen hier bei Django. Ob das nicht vielleicht auch von ihm wirklich mit Absicht so angelegt ist, weil ich auch darüber nachgedacht habe, die Art, wie Christoph Waltz, ich sage es jetzt, ein krasser Spoiler, aber es ist so, also wie Schulz erschossen wird und wie er stirbt, ist, man sieht ihn nicht mal, er wird geschossen, bumm, fliegt weg und dann ist er tot. Man hat keine traurige Musik, auch wie Leonardo DiCaprio stirbt, es ist beides, die Momente werden nicht so ausgeschöpft und da habe ich wirklich darüber nachgedacht, ob er das mit Absicht macht, als Verweis auf die teils grotesk schlechte dramaturgische Struktur von Spaghetti-Western. Und da habe ich auch bei Kerry Washington, denke ich, jetzt genau darüber nach. Nur die Sache ist, dass Tarantino ja bei anderen Filmen schafft, genau mit, also auch bei Jackie Brown, den Verweisen auf Blaxploitation, die ja auch voll sind von entsetzlich unterhaltsam schlechten Filmen, schafft er ja trotzdem etwas Neues und die Handlung funktioniert. Du kannst es analysieren, alle Charaktere haben Ziele, sie haben Tiefe, du weißt, wo ihre Motivation herkommt und da ist, glaube ich, dein Punkt richtig, den du gesagt hast. Dadurch, dass sie hier so zentral ist, das ist, glaube ich, das, was es problematisch macht. Wäre sie nicht so zentral und hätte man vielleicht wirklich nur einmal sie erwähnt bekommen und dann würde er losreiten und wir würden uns total ergötzen, viel schneller an all dem und sie würde gar nicht mehr vorkommen, vielleicht würde es dann funktionieren. Aber so, dadurch, dass sie dann doch immer wieder reingesetzt wird, ja, schafft er bei uns auch Erwartungen, ja, die er dann nicht erfüllt. Also während Samuel hier praktisch, eventuell, rein theoretisch, könnte Tarantino ja also eine Absicht hinterstellt, sozusagen, dass er es so flach anlegt, sehe ich es so ein bisschen allerdings so, dass für mich hier irgendwie klar wird, dass für mich Brunhilde eine Schwäche offenbart, die für mich Tarantinos Charakterzeichnung immer im Prinzip in sich haben. Denn wenn ihnen ihre Oberfläche genommen wird, was bei Tarantino-Filmen halt immer nur die Oberfläche ist, also ihre sensationellen Dialoge, die
Blickwechsel, dass da nicht viel übrig bleibt. Und das ist für mich so, hatte ich in Brunhilde, zeigt sich für mich so eine Schwäche, die man auf die anderen Tarantino-Filme eventuell auch übertragen könnte, wären sie halt nicht praktisch besser in Szene gesetzt und dass da nicht viel übrig bleibt. Und Brunhilde ist für mich das eigentlich ein gutes Beispiel dafür. Ja. Gut. Sollten wir mal auch zu den anderen Figuren kommen. Ja, genau. Also es ist ja natürlich immer ein Fest bei Tarantino, die einzelnen Nebenfiguren auch einfach hervorzuheben, weil es gibt einfach so viel, worüber man sich da freuen kann, wie grotesk sie teilweise auch gezeichnet sind. Also prominent ist natürlich jetzt vertreten Leonardo DiCaprio, darauf hat sich jeder gefreut, denn so wirklich als Bösewicht hatte man ihn, glaube ich, noch nicht bisher gesehen. Es gab natürlich auch viel Rummel da. Höchstens Departed. Ja, genau, Departed. Aber da auch nicht einfach als klassischer Bösewicht. Genau. Spoiler! Tja, zu spät. Ja, jedenfalls, genau, also. Zählen wir doch mal kurz auf, wer noch dabei ist. Jonah Hill aus Superbad. Das war ja ein Cameo. Einen Auftritt, das war ja, einen richtigen Cameo. Cameo. Ja. Dann Don Johnson aus Miami Vice spielt den Big ersten, Daddy. Den Big Daddy. Dann haben wir noch Franco Nero, der den Auftritt hat in dem Billardraum quasi von Candys Haus, aber auch ein Cameo. Von den großen Nebendarstellern ist noch Samuel L. Jackson, ja, eine sehr zentrale, wichtige Figur. Müssen wir gleich eingehen, weil der. Ja. Der ist super. Ja, ganz richtig. Und ob Walz überhaupt eine Nebenfigur ist. Darüber werden wir jetzt wahrscheinlich auch mal. Ja, genau, also bis jetzt. Also, Entschuldigung, dass ich dich unterbrochen habe. Nein, bitte. Nein. Also bis jetzt hat es aber. Also es hat auf mich aber den Eindruck gemacht, wir können auch auf die Schauspielleistung auch ein wenig eingehen. Und zwar Dr. King Schulz ist natürlich, man sieht es, das trieft ja förmlich so heraus. Tarantino hat die Rolle Walz auf den Leib geschrieben. Einfach, da man spürt aber förmlich, dass es auch mit der Absicht getan hat, einfach weil ihm Hans Lander so gut gefallen hat, wie Walz gespielt hat, und da schwingt sehr viel Hans Lander mit. Natürlich ist er das komplette Gegenteil von Hans Lander. Er ist empathisch, sympathisch, aber er ist auch wie Lander einfach, also Hans Lander übrigens aus den Glorious Bastards. Ich sag den Namen jetzt immer einfach nur die ganze Zeit so, aber naja. Der ist sehr wortgewandt und eloquent gewesen, irgendwie auch liebenswert in seiner Art zu sprechen, aber genau das bringt Walz jetzt auch wieder mit, und deswegen bin ich da aber irgendwie noch so ein bisschen zwiegespalten. Aber zum Beispiel Samuel L. Jackson hat für mich die kontroverseste Rolle in dem Film gehabt, und das hat mich absolut begeistert, denn er war in dem Fall ja der sogenannte Hausnigger und hat eine absolut realistische Figur gespielt, wie ich der Meinung bin. Das wird sehr oft verschwiegen generell, dass man will es gar nicht so wahrhaben, denn man geht damit so gut menschmäßig um, aber das ist eigentlich der wahre Bösewicht in dem Film für mich gewesen. Das hat er absolut super gespielt. Und ich bin auch sehr traurig darüber, dass er nicht so wirklich die Aufmerksamkeit bekommt, wie beispielsweise Walz oder eben auch DiCaprio, was Awards und so betrifft. Aber lass uns mal ganz kurz Walz zu Ende machen, weil ich das Gefühl habe, dass wir sonst so schnell davon weggeraten. Ja, genau. Ja. Also erstmal Walz. Ich finde, dass das Schulz und Django extrem gut zusammen funktionieren. Ja, mir hat das Spaß gemacht. Die Dialoge sind super, das kann Tarantino, finde ich, wie kaum ein anderer Dialoge schreiben. Ich war, also ich auch selber als jemand, der sich an Kurzfilmdrehbüchern versucht, ich bin so begeistert, weil es ist für mich das Schwerste. Es ist so unglaublich schwer, gute Dialoge zu schreiben. Und er schafft es alles. Er schafft es, dass sie zu den Charakteren passen, dass sie lustig sind, dass sie zumindest Dialoge nicht nur pointiert sind, aber dass die auch eine innerhalb einer Szene funktionieren. Also ich bin wirklich extrem begeistert. Ich habe das Gefühl, dass Walz trotzdem mehr gelobt wird, als er es für diese Rolle verdient, weil ich auch das Gefühl habe, dass er sich nicht so stark unterscheidet zu seinem deutlich kleineren Auftritt in Inglourious Basterds. Und ich muss auch sagen, sogar Wasser für die Elefanten. Das war original auch nochmal Hans Lander. Ist halt dieses, man hat diesen sehr wortgewandten, geschickten Drahtzieher, der es schafft, Leute einzuwickeln, irgendwie dann doch mit seinem Charme, egal ob das gut oder schlecht ist, aber er schafft es, sie einzuwickeln. Das macht er hier wieder auch. Er schafft es, Leute durch Worte in bestimmte Richtung zu drängen, er schafft es, ihnen Gedanken aufzudrücken. Er holt auch hier ganz oft sowas raus, indem er so Django wie so auf die Spur bringt, indem er Sätze anfängt, und das ist ganz ähnlich.
Ich habe aber das Gefühl, ich habe mich wirklich gefragt nach diesem Film, weil bei Inglourious Basterds war es was ganz Neues, da hatte ich es noch nie gesehen, aber ich habe mich nach diesem Film gestern gefragt, oder heute Nacht, ich habe mich gefragt, ist das wirklich dann extrem gut gespielt? Oder, genau, ja. Oder ist es etwas, dass ich die Dialoge bewundere und die Art, wie Christoph Waltz das rausbringt, aber ist das wirklich eine Figur, die ich so noch für glaubhaft halte, nachdem ich sie schon mal woanders gesehen habe? Oder ist es etwas, wo ich mich rein erfreue an der geschickten Art, wie er sich ausdrückt? Ich glaube, was da ganz wichtig ist, ist, dass Waltz in dem Film eigentlich überhaupt nicht mehr ambivalent ist. Seine Rolle als Landa war zwar auf jeden Fall die Bösewichtrolle, aber nicht nur wegen dem Ende war es immer auch was, nicht nur, dass man ihn bewundert hat für seine Fähigkeiten, sondern auch, es war auch immer, seine Motivation dahinter war so schleierhaft. Also im Grunde war es Egoismus, was ihn meistens getrieben hat, aber es war halt nicht eindeutig. Jetzt ist er eine eindeutige Figur, eine im Grunde viel simplere Figur, die auf der anderen Seite steht. Und ich glaube, obwohl es simpler geworden ist, was eine Riesenauszeichnung ist, ist, dass dieser Schauspieler, den du wirklich bei Bastards und auch in anderen Filmen als Bösewicht kennengelernt hast, dass du ihn sofort als den Guten akzeptieren kannst. Ich finde es auch gar nicht so schlimm, dass die Ambivalenz weg ist. Es ist für einen Western ist es passend, meiner Meinung nach, wenn es so eine Rolle gibt. Und dass es funktioniert, dass man ihn so akzeptiert, das ist eine sehr gute Leistung. Allerdings ist die Rolle schon ein bisschen weniger interessant als Landa. Ja, sie ist, wie sagen wir es eben, sie ist im Prinzip noch mehr Oberfläche als Landa im Prinzip. Also, wie du es eben mit den Dialogen gesagt hast. Er ist einfach der Sympathieträger. Genau, er ist der Sympathieträger. Er hat diese lustigen Dialoge, die er halt also wirklich, wie ich finde, perfekt rüberbringt und mich super unterhält, grandios. Aber was ist da mehr? Bei Landa war da definitiv mehr von der Charakterzeichnung, definitiv. Und das fällt hier weg. Und aber es fühlt sich doch an wie eine Hauptrolle, oder nicht? Absolut. Also, absolut. Ich muss sagen, gerade im Vergleich dafür, dass er den Oscar bekommen hat für eine Rolle, wo er viel weniger Screentime hatte, hat er hier die meisten Dialoge. Ich hatte, bis er stirbt, habe ich die ganze Zeit gedacht, das kann ja nicht sein, dass der nicht als Hauptrolle eingestuft Vollkommen. Wurde. Vor allen Dingen, wenn wir gleich noch eingehen auf den Auftritt von Samuel L. Jackson, finde ich, dass der von der Zeit, die er da auf der Leinwand ist und alles und wie dieser Auftritt nachhalt, viel passender gewesen als Nominierung für Filmpreise. Das Ding ist, das entscheiden ja nicht irgendwelche Außenstehenden in dem Falle, sondern das entscheiden die Filmschaffenden oder Schauspieler auch selber, dass er sich lieber als Nebendarsteller sehen will. Das ist, glaube ich, die Entscheidung liegt bei ihm. Das ist natürlich jetzt ein Rätsel, warum er das so denkt. Ich kann es mir schon denken. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du selber, das würde ja heißen, dass du... Nee, aber das kann nicht sein. Das würde ja heißen, dass du bei Amour könnte dann ja Trintignant sagen, nee, ich möchte aber als Nebenrolle nominiert werden, weil es für mich, weil ich denke, da habe ich höhere Gewinnchancen, das kann nicht sein. Ja. Er wird da, also siehst du, das geht ist, nicht. Das wird von außen entschieden, auf jeden Fall. Einfach das entscheidet das Komitee. Oder so, keine Ahnung. Soweit ich aber weiß, du reichst es ja quasi selber ein. Das ist ja immer so, das liegt ja bei dir, ob du quasi überhaupt berücksichtigt werden willst bei den Awards. Du kannst natürlich so sagen, nö, will ich nicht. Er schickt sich ja nicht hin. Er entscheidet ja nicht, ob er für einen Oscar nominiert wird oder nicht. Aber trotzdem liegt es aber bei den, nicht direkt vielleicht beim Schauspieler, aber bei dem Studio liegt die Entscheidung, was für eine Rolle das ist. Ich glaube, wir weichen gerade ab. Ja, okay, na gut. Ist ja auch nicht so schlimm, aber da sind wir aber schon mal bei dem guten Stichwort, um nochmal ganz kurz darauf zurückzukommen, was ein aktuelles Thema in vielen Internetforen auch war. Es gab sehr viel Unmut darüber, dass Christoph Waltz nominiert wurde als bester Nebendarsteller, aber nicht Leonardo DiCaprio. Der wird seit jeher, seit er halt ein anscheinend offensichtlich seriöser Schauspieler geworden ist nach Titanic, auch wenn es natürlich ein super Film ist. Titanic war schon seriös, möchte ich dazu sagen. man gönnt ihm einfach so sehr eine Oscar-Auszeichnung, aber in dem Falle sind alle ganz enttäuscht darüber, dass er übergangen wurde. Wurde er zu Recht übergangen? Weil ich bin der Meinung, ja. Denn das ist einfach zu leicht gewesen. Also ich mag es nicht wirklich, also ich kann nicht so dahinter steigen, wenn ich merke, eine Bösewichtrolle soll cool und kultig sein und dann ist es für mich ein leichtes,
ich bin selber keine Schauspielerin, von daher bin ich natürlich nicht qualifiziert genug, das zu behaupten einfach, aber das ist auch so eine Sache, die mich auch am Joker gestört hat, dass alle meinten, es sei eine so unglaubliche Schauspielleistung gewesen, aber wenn die Voraussetzungen schon die sind, dass du entweder eine absolut krasse Maske trägst oder einen absolut bourgeoisen Anzug mit etwas angefaulten Zähnen und dann mit einem Hammer rumläufst und mit einem Mundstück und einer Zigarette drin, da fehlt einfach, du brauchst da einfach nicht so viel zu leisten, bin ich der Meinung. Und von daher, es wäre einfach ein zu krasser No-Brainer gewesen, wenn er auch nominiert worden wäre. Und ich finde es gut, dass das nicht wurde. Denn ich finde den Vergleich trotzdem nicht gut zu Heath Ledgers Joker, weil ja, gut, aber da es ist schon deutlich mehr passiert. Natürlich, also, aber ich wollte einfach nur sagen, dass was mich daran stört, wenn einfach eine Figur schon als so ein Vorfeld einfach grundsätzlich kultig sein soll und verrückt und crazy und was ich alles dann... Und du einfach schon aussiehst wie ein Irrer, dann musst du nicht so viel tun, nicht so viel arbeiten, um ein Irrer zu sein. Oder was sagst du dazu, Matze? Zum Ersten glaube ich mal, dass die Figur herausragend geschrieben ist. Wirklich sehr, sehr gut. Auch viel mehr, als ich das am Anfang oder während des Films wahrhaben wollte. Mhm. Aber nachdem ich über den Film nachgedacht habe, ist die Figur... die Figur ist in mir gewachsen. Klingt widerlich, ist aber so. Das Ding ist, auch weil sie wirklich dafür, wie sie geschrieben wurde, auch perfekt diese, gespielt wurde. Auch aber diese incestuöse Beziehung mit seiner Schwester, die war ganz, ja auch ganz, ganz leicht angespielt, genau. Es sind ja viele ganz subtile Sachen drin und auch eine ambivalentere Figur, als man das im ersten Augenblick vielleicht wahrhaben möchte. Da sind dann gerade bei ein paar Schlüsselszenen ist es wirklich so, wenn man sich mal Gedanken darüber macht, warum er an diesen Stellen so gehandelt hat. Also er hat Möglichkeiten, Leute zu töten, tut's dann aber nicht. In dem Fall spielst du wahrscheinlich direkt auf die Szene an, wo er herausfindet, wie er übers Ohr gehauen wurde von King Schulz und Django. Ganz genau. Und sie dann nicht einfach umgebracht hat. Es ist ja ein relativ spoilerlastiger Podcast, insofern können wir es ja ruhig aussprechen. Genau, und ich glaube, dass das durchaus bewusst so ist, nicht nur um dafür zu sorgen, dass der Film dann nicht endet, sondern weil das der Figur auch, meiner Meinung nach, passt es zu der Figur. Es passt zu dem Verhalten und es ist trotzdem was, ja, ich krieg ja ein bisschen, also doch, ich bin ein bisschen angehatet dafür. Aber. Nein, gar nicht, also ich würde euch absolut unterstützen. Für mich war die Rolle von DiCaprio, also wirklich die mich dann... die mich wirklich abgeholt hat, weil sie halt doch wirklich ambivalent war. Also das, was Christoph Waltz in seiner Rolle im Prinzip fehlt an Ambivalenz, weil er ein bisschen einfältiger ist, gibt mir DiCaprio. Und da zum Beispiel, also auch in dieser entscheidenden Sequenz zwischen Waltz und DiCaprio, darf ich den Spoiler jetzt einfach sagen, als Waltz ihn erschießt und er um diesen Handschlag bittet, ja, das war für mich wirklich gut, weil ich konnte nicht in diesen Charakter reinschauen. Er hatte für mich wirklich so einen Schleier dahinter. Aber was dann muss man auch sagen, dass die Szene so aufgelöst war, dass Leonardo DiCaprio fast immer in Großaufnahmen da war, hat sich ganz stark auf ihn konzentriert, während wir Waltz immer nur in totalen Aufnahmen im Raum haben stehen sehen. Und ich meine, ich glaube, wir können uns alle einigen, wenn wir sagen, dass Leonardo DiCaprios Rolle besser angelegt ist als die des Schulz. Sie hat mehr Tiefe, ich finde sie auch nachvollziehbarer. Nichtsdestotrotz finde ich das Verhalten, dass er die Leute nicht erschießt, immer noch etwas, was für mich sehr, sehr seltsam ist. Das ist eine so eine vertane Chance auf einen coolen Showdown. Und dass er wirklich anbietet, sie für $12,000 zu verkaufen, ist so seltsam, weil gerade das später mit dem Handschlag hier etwas ist, was das entspringt spontan der nächsten Situation. Also dieses Demütigen, was danach noch da reinkommt, weil er intellektuell von Schulz gedemütigt wird, das ist etwas, was später kommt. Aber vorher habe ich wirklich das Gefühl, dass ich mag die Rolle auch. Ich denke, sie ist nicht, ich kann es jetzt so schwer beurteilen, aber ich hab nicht das Gefühl, dass sie Oscar-würdig ist. Ich finde, dass er es sehr gut spielt. Carlotta reißt hier irgendwelche Sachen von den Wänden, weil sie auch so begeistert ist von dem, was ich gerade sage, aber... Unglaublich. Ist ja nicht ihre Wohnung. Ich aber
auf diesen Punkt möchte ich eigentlich eingehen, dass du sagst halt, dass du es nicht nachvollziehst, ne? Dass er, also es ist überraschend im Prinzip, ja, dass er dann sagt, okay, ich verkaufe sie für $12,000, ja. Und das ist so ein Punkt für mich, wo was mir in der Charakterzeichnung super gefällt, halt, wenn er etwas tut, was man nicht erwartet und was eventuell sogar rational nicht nachvollziehbar ist. Also das gibt für mich diesen Charakter nicht eine Tiefe, wo ich auch glaube, er will sich ja nicht intellektuell übertölpeln lassen. Ja, also er hat ja eine Bitte, nicht Französisch mit mir sprechen, aber er will angesehen werden als der Bourgeoise, der Bücher liest und so, ist aber gar nicht so schlau. Und für mich spiegelt sich in dieser Szene, wo er sagt, ich verkaufe dich für 12.000 Euro, eine vielleicht ein bisschen beschränkte Idee von ihm. Wir wissen nicht, was denkt er sich dabei. Vielleicht denkt er irgendwie, haha, ich trick's ihn damit aus oder ich verspötte ihn damit, obwohl das überhaupt nicht zieht. Und das ist so für mich so ein Punkt, wo ich einer ist so verrückt, da macht er jetzt etwas, was komplett gar nicht reinpasst. Das ist ja im Prinzip das, was aber du für mich passt es ja nicht komplett. Es passt ja nicht komplett. Was du nicht gerade rein. Als Argument bringst, also das ist sich was einfach machen, indem man einen Charakter so verrückt macht, dass jede Handlung, die er macht, dass die plausibel ist. Nee, aber wie gesagt, ich sage ja nicht so, dass er komplett verrückt ist. Also wie gesagt, ich sehe in ihm da halt so, dass er halt nicht der Schlauste ist und man kann ja nicht in seinen Kopf gucken, so was er sich dabei gedacht hat. Ne? Da kommt natürlich jeder, denkt, was hat er sich dabei gedacht? Ja. Und dabei sehe ich halt die Parallele zu seinem Anspruch, der Bourgeoisie Überlegene zu sein, dass er sich da irgendwas ausdenkt, was aber total blöd ist. Und das finde ich super passend. Und für ihn ist halt, dass er dem anderen jetzt das Geld wegnehmen kann, für ihn ist das ein cooler Coup. Und dann macht er sich auch noch drüber lustig darüber. Aber das ist doch dann wieder komisch, dass Samuel L. Jackson derjenige ist, der eigentlich die Strippen zieht. Das sieht man ja in dem Gespräch, wenn sie hinten sitzen. Wir kommen gleich dazu. Aber dass der in dem Fall Dass er damit einverstanden ist. Er hat ja, Samuel L. Jackson hat auch gesagt, dass extrem viel geschnitten wurde. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass in der Szene geschnitten wurde und ganz viel weggenommen wurde noch von dem Gespräch zwischen den beiden. Ja. Ist auf jeden Fall komisch für mich, dass er dann plötzlich einfach daneben steht und so unterschrieben nickt und sagt, wird, ja, nickt super. Und dann stimmt er dem zu. Genau. Aber dann müssen wir da einfach agreeen to disagree, was die Szene angeht. Wahrscheinlich. Ich finde wirklich, dass wir mal ganz kurz Samuel L. Jackson erwähnen sollten. Ich war, wie Carlotta schon angedeutet hat, extrem begeistert. Wir alle, oder? Er ist vielschichtig, er wechselt so ein bisschen wie Kevin Spacey in die üblichen Verdächtigen zwischen seinem Gang. Er macht das teilweise ganz subtil. Man merkt aber von Anfang an, dass ab dem ersten Moment, wo er im Bild ist und wo er die Treppe runterkommt, dass irgendwas mit dem nicht stimmt, mit diesem Charakter. Er spielt es einerseits wie einen kleinen Hund, der immer zu seinem Herrchen kommt, und dann merkt man aber, nein, da steht mehr dahinter. Er ist derjenige, der als einziger alles durchschaut. Er ist derjenige, der aufdeckt, dass Django und Schulz wegen etwas anderem da sind, dass sie nicht einfach einen Kämpfer kaufen wollen, sondern dass sie an der Frau, an Washington interessiert sind. Und er ist derjenige, der wirklich perfekt wechselt, und er ist der den Weißen überlegen ist. Und das ist etwas, was ich ganz, ganz spannend finde, in der Art, wie Tarantino diese Rolle angelegt hat. Um nochmal so quasi auf diesen, natürlich ganz klar die große Inspiration zurückzukommen, das Nibelungenlied, wo es ja darum geht, dass halt Siegfried, in diesem Fall ist es ja natürlich ganz klar Django, seine geliebte Brunhilde retten will, die von einem Drachen gefangen gehalten wird. In diesem Fall ist es nicht Leonardo DiCaprio, also Calvin Candy, der Drache, sondern Samuel Jackson. Vor dem hat sie mehr Angst als vor Calvin Candy. Und das ist so genial einfach. Das fällt einem vielleicht nicht sofort auf, aber obwohl eigentlich schon, das ist ja schon relativ plakativ, aber es ist auch einfach genial gespielt. Also ich war wirklich begeistert. Es ist einfach lustig, dann auch wieder wirklich sehr gruselig. Er sieht schaurig aus, mit diesen weißen Haaren. Also wirklich. Und wie er schafft es, diese Maske fallen zu lassen, teilweise in Szenen, nicht mal eine Sekunde, und zack, ist es weg. Er geht nochmal, aber auch im Gesicht verändert sich alles. Und das finde ich großartig an der Rolle, wie er diese Verwandlung macht, als er sich von diesem hinkenden Typen innerhalb von Sekunden, aber auch in seinem Gesicht wandelt, zu einem kräftigen, großen Mann. Und das ist für mich einer der stärksten Momente im Film. Der Showdown, wo er zu Django sagt, er hat die Kugeln gezählt, Nigga, du hast sechs Bullet, und dann holt, und er richtet sich auf, und plötzlich ist er groß,
mächtig und kräftig und man hat das Gefühl, jetzt prügeln Chance, die sich. Ja. Und ich habe sogar kurz das Gefühl gehabt, jetzt ist er überlegen. Das ist so ein Machtspiel, wie Tarantino sie liebt. Da ist auch Dennis Hopper in True Romance, dass Dennis Hopper und Christopher Walken, der Dialog ist ganz ähnlich, wo sich Machtverhältnisse innerhalb von Sekunden durch Dialoge ändern. Das kann Tarantino großartig und ich finde, die Oscar-Nominierung hätte Samuel L. Jackson verdient als Nebenrolle. Ja, eigentlich auch. Ich finde das Argument, dass es zu kurz ist, das geht nicht, weil da habe ich auch schon mal zu euch gesagt, dass Michael Shannon für Zeiten des Aufruhrs, Revolutionary Road, nominiert war mit einer kleineren Rolle und ich finde, dass man bei dieser Wucht, die er hat, und ich glaube, Samuel L. Jackson hat sich durch diese Rolle wieder bei mir in mein Herz reingespielt. Ja, genau, er war so viel das zu sehen, schon so. Dieser blöde Marvel-Vertrag hat ihm meiner Meinung nach für mich nicht gut getan. Nee. Also dieses 15 Filme für Marvel zu machen oder was er da unterschrieben hat. Und hier hat er sich für mich wirklich wieder reingespielt. Ja, als Vollblutschauspieler einfach, so ich das wieder rein kann. Ich hatte nicht mehr das Gefühl, dass er dazu imstande ist und er hat diesen Film in großen Teilen am Ende getragen. Ja, was auch. Was ich halt auch erwähnenswert an der Rolle finde, ist, dass Samuel L. Jackson durch Tarantino zu dem wurde, was er jetzt ist, dieser Badass Motherfucker. Ja. Und mit dieser Rolle jetzt ist er gleichzeitig so weit drüber hinausgewachsen. Also für mich, obwohl es so früh nach dem Film ist, aber für mich ist das... Es ist die Figur eine der interessantesten, auch am besten gespielten, was bei Tarantino sowieso schwer ist, weil er ein genialer Schauspieler-Regisseur ist. Und Schauspieler. Das ist er wohl. Ach Gott, ist das schlecht. Ja. Ich würde ganz kurz anhand der Rolle auf eine Sache eingehen. Ich finde, dass Tarantino eine Sache wirklich geglückt ist, was dann doch in der Handlung zu verankern ist, nämlich, dass er schafft, teilweise wirklich ein großes Statement abzugeben. Auch die Szene mit Jonah Hill und Don Johnson, diese Szene mit dem Beginn quasi des Ku Klux Klans, wo die ganzen wo die ganzen Reiter auf den Pferden sitzen und diese banale Diskussion darüber stattfindet, wie die Masken sind, dass die Löcher zu klein sind und man merkt, das sind ganz einfache doofe Menschen. Einer reitet noch ganz eingeschnappt weg, weil seine Frau hatte ja die Masken vorbereitet. Das ist extrem, extrem lustig. Und aber fällt so aus dem Rahmen. Es fällt komplett aus dem Rahmen. Und da sind wir schon bei Jonah Hill. Der passt, mit dem Auge sieht er ganz anders aus. Der spielt auch ganz anders. Er ist nicht mehr nur noch der dicke Nerd, der dicke, lustige Freund, sondern hier ist er ganz anders. Aber diese Szene ist irgendwie für mich beispielhaft, weil sie funktioniert in sich total gut. Sie ist lustig. Sie zeigt ganz simpel auch auf, wie idiotisch dieser Rassismus ist. Und das ist, denke ich, generell was auch in dieser Überbenutzung des Wortes Niggers und auch wie Samuel L. Jackson teilweise fungiert, wo Tarantino ein größeres Statement ablässt. Aber nichtsdestotrotz zeigt diese Szene für mich so losgelöst, wie sie ist. Und sie hätte für mich nach den Abspann oder sie hätte als Extra, als Kurzfilm gereicht oder sowas. Das ist für mich typisch für diesen Film. Es gibt ganz viele so Einzelelemente, die großartig sind, aber es verbindet sich irgendwie nicht richtig. Hier auch bei der gerade, bei der Szene, wie die geschnitten ist. Wir sehen ja zuerst praktisch, wie die Reiter praktisch um den Wagen von Professor Schulz herumreiten. Und dann kommt der Schnitt und eine Rückblende im Prinzip zu dem, was vorher passiert ist. Ja? Und das zeigt auch nochmal diese Losgelöstheit. Ja? Es geht im Prinzip weiter, man denkt, ja, und jetzt geht's los und dann kommt ein Schnitt und auf einmal wird es zurückgesetzt und man sieht, was praktisch vor diesem, bevor die Losreihen passiert. So. Und da, das dann nochmal so richtig, richtig abgehakt und sieht, hier wird nochmal was Neues gezeigt. Der Schnitt ist aber in diesem Fall ja auch ein sehr interessantes Thema, denn das war ja in den Nachrichten, die treue Freundin und Editor-in-Chief Dame Sally Menke ist gestorben, war seit jeher die Verantwortliche für den Schnitt von Tarantinos Film. Spürt man nun einen Bruch in der Qualität? Ja. Mit dem neuen Schnitt, wie nennt man das eigentlich? Cutter. Genau, mit dem neuen Cutter. Schnitte. Die Schnitte. Die Schnitte. Okay, egal. Okay, ja. ja, man merkt einen Bruch.
Man, es ist tatsächlich auch ein Qualitätseinbruch. Was Sally Mankell bisher geschafft hat, war bei Tarantino-Drehbüchern, die sich einem klassischen Spannungsbogen eigentlich verweigert haben. Sie hat dafür gesorgt, mit dieser extremen Episodenhaftigkeit da wieder was reinzubringen, was für den Zuschauer interessant ist und auch ja für Tempo gesorgt hat. Es haben sich einfach keine Längen ergeben. So genau, unter der neuen Regie ist das Problem, dass der Versuch gemacht wird, einen klassischeren Spannungsbogen zu verfolgen. Aber klappt halt nicht so ganz, ja, weil dafür ist das Drehbuch von Tarantino einfach, wie für ihn üblich, es springt zu sehr rum. Und genau diese Szene, es ist symptomatisch dafür gewesen, wie es zum Teil einfach nicht passt. Es gibt auch kleinere Szenen, die durch den Schnitt ein bisschen an Wucht verlieren. Ich würde dann mal auf die Szenen eingehen, wo Django an seine Pistole greift. Ich finde, die sind sowas von verschenkt im Vergleich zu anderen großen Szenen aus anderen Filmen. Bei Inglourious Basterds, die Szene im Keller hat so eine Macht, weil man merkt, wie es sich aufkocht, wie es aufkocht und sich steigert. Und hier, das Timing fehlt. Ja, er absolut. Hat nicht mehr, dass er sich steigern lässt. Er hat nicht mehr diese klasse, langsamen Fahrten, die er sonst immer hat auf die Leute, sondern hier siehst du Django, du hörst das, du spürst die Gefahr, weil sie einfach offen ausgesprochen wird. Es wird offen gesagt, Brunhilde, Steven oder Samuel Jackson Charakter sagt, wir müssen sie töten. Und dann, anstatt diesen Moment zu ziehen und einem das Gefühl zu geben, vielleicht erschießt er ihn jetzt wirklich, was passiert dann? Nein, wird einem sofort klar. Man spürt es sofort, selbst mit dem Schuss auf die Pistole, weißt du sofort, er wird sie nicht ziehen. Weil er nicht aufgebaut wird, den Moment. Sondern er wird einem einfach hingeworfen, wie so ein Knochen und das reicht nicht. Und ich finde, dass dieser Film an einigen Stellen schlecht geschnitten ist. Das Finale, ich weiß nicht, ob ich es hier schon erwähnt habe oder in unseren Gesprächen vorher, das Finale ist einfach nicht gut geschnitten. Du hast kein Gefühl für Raum, du hast kein richtiges Gefühl für Zeit. Es wird sogar so montiert, wie es, ob sich die Charaktere sehen können. Dabei geht das gar nicht. Es ist nicht gut geschnitten, dieser Film. Das muss man verliert die Orientierung. Leider, das ist irgendwie für mich gar nicht nachvollziehbar. Gerade wenn man das sieht, bei Inglourious Basterds, ja, so eine grandiose Spannung, ja, und dann macht er einen Film später, hat er im Prinzip eine ähnliche Szene und wirft sie weg. Und ich verstehe. Und das verstehe ich, das ist für mich nicht nachvollziehbar. Aber die Szene ist ähnlich gut geschrieben, sie ist ähnlich gut gespielt, sie ist bloß viel schlechter geschnitten. Ja, aber hier müssen wir auch einmal den neuen Cutter in Schuss nehmen, weil man sagen muss, dass beim Schnitt sitzt der Regisseur dabei. Er ist derjenige, der die finale Entscheidung hat, er ist derjenige, dessen Verantwortung das ist, und natürlich ist ein Cutter extrem wichtig, weil er immer Rat gibt und großen Einfluss hat, und irgendwie sind Cutter auch eigene Regisseure, aber nichtsdestotrotz muss man hier in erster Linie Tarantino auf jeden Fall Verantwortung geben. Und ich gehe davon aus, dass das ein bisschen auch dem geschuldet ist, dass Tarantino in seiner Zitierwut irgendwelche Einstellungen übernommen hat, die halt, ja, man muss es so sagen, nicht so effektiv sind, wie man es auch machen könnte. Wobei ich denke, man hätte mit den gleichen Einstellungen Musik und das Ganze ein bisschen langsamer aufziehen, den gleichen Dialogen, wie du es gesagt hast, genauso gut gespielt. Man hätte die Szene, man könnte nochmal in Schnittraum gehen. 3-4 Blicke mehr. Einfach mehr Zeit sich lassen und mit einer Musik ein bisschen unterstreichen. Es gibt so ein Geigenthema im Film, das funktioniert total gut, aber es ist so kurz und ich weiß nicht. Also irgendwie ist das wirklich was. Es gibt einige Momente, die er verschenkt hat, und da ist für mich, bin ich schon wieder wie bei so einem kleinen Fazit über diesen ganzen Film, er erreicht das Potenzial nicht, was auf der Leinwand zu sehen ist. Tolle Schauspieler, tolle Dialoge, und ich denke, dass er da für mich nicht rankommt an das, was er sonst kann. Und wenn ich versuche, diesen Film in Tarantinos Filmografie irgendwie einzuordnen, für mich ist das so, ich gehe jetzt mal ganz kurz durch, dass ich an erster Stelle Reservoir Dogs hätte und ganz unten Death Proof, und ich hätte Django an fünfter Stelle. Also ich hätte Reservoir Dogs, dann Pulp Fiction, dann Jackie Brown, Kill Bill 1, Kill Bill 1 und Kill Bill 2 zusammen, und dann hätte ich Django, dann Inglourious Basterds und dann hätte ich zuletzt Death Proof. Ich denke, dieser Film funktioniert besser als Death Proof, auch weil Death Proof so eine seltsame Struktur hat, aber ich habe insgesamt noch das Gefühl, dass er für mich
sich zu viel, dass er, ich weiß nicht, was das beste Wort ist, aber vielleicht, dass er einfach zu unfokussiert ist und dass er irgendwie dann doch nicht genau weiß, was er will. Will er einen denn das klassische Western-Ding geben, wo es egal ist, wie sich die Charaktere verhalten und es geht nur darum, was so am Ende passiert? Oder will er einem etwas Neues geben und es geht auch darum, was die Charaktere fühlen? Weil von den Dialogen her hat man das Gefühl, es geht darum, was sie fühlen. Weil Tarantino schreibt ja nicht Western-Dialoge, sondern Tarantino schreibt Tarantino-Dialoge. Er hat nur unglaublich, wie immer, darauf, das haben wir ja schon gesagt. Und da, denke ich, als Gesamtding ist, vielleicht ist auch einfach das Problem, dass Tarantino doch nicht so gut zum Western passt, wie alle gedacht haben. Ja, also kleine Akzente aus dem Western passen immer gut bei ihm. Es ist eine gute Mischung gewesen. Aber so, wo wir ja eigentlich quasi schon dabei eigentlich bei dem nächsten guten Thema sind, also wie man halt diesen Film in sein Gesamtwerk einordnen soll, bleibt er einfach ein wenig zurück. Und das, ich weiß, ich kann es nicht mal richtig in Worte fassen. Also mein Lieblings-Tarantino ist grundsätzlich Kill Bill, also eins und zwei zusammen, weil dieser rote Faden, der sich einfach durch die beiden Filme zieht, das ist einfach so schön konsequent umgesetzt. Und an sich, rein theoretisch, hat Django natürlich auch einen roten Faden, aber er will sich mir nicht so ganz erschließen. So wie ich das Gefühl habe, dass Django, dass das Motiv von Django und auch von Dr. King Schulz, dass diese Motive einfach nicht für mich richtig zünden, sollte ich zum Beispiel bei Beatrix Kiddo allgemein mit ihrer Ausgangslage definitiv natürlich mehr das Gefühl, ja, die Frau hat es verdient, Rache zu nehmen, wie er auch Michael Madsen in dem Film ja auch sagt, ihre Rache verdient. Und hier ist es, auch wie sich auch Django zwischendurch verhält, es ist einfach, ich kann es wirklich nicht in Worte fassen, aber auch so bin ich auch ungefähr deiner Meinung, also meine Platzierungen lauten zwar nicht ganz so wie bei dir, also ich muss wirklich leider sagen, dass gerade Tarantinos frühere Werke bei mir eher weiter hinten sind. Also Reservoir Dogs und Jackie Brown, mit denen werde ich einfach nicht so richtig warm. Auch nach mehreren Malen schauen nicht. Aber ganz klar, Django ist nicht so gut wie Pulp Fiction, Kill Bill sowieso nicht. Inglourious Basterds hat mir auch ein wenig mehr gefallen. Also da bleibt und Death Proof sogar auch, muss ich sagen. Ich weiß, da sind wir nicht einer Meinung, aber selbst Death Proof fand ich ein wenig besser. Ja, dann mache ich da auch einfach mal weiter. Bastards ist für mich der Film, der mich am meisten anspricht von Tarantino, bei dem ich wirklich alles liebe, einfach alles. Bei Pulp Fiction und Jackie Brown ist es fast genauso. Da gibt's minimale Sachen, die ergänzen sich perfekt einander, die Filme. Ich finde, in Jackie Brown hat er es am besten geschafft, menschliche Figuren zu erschaffen, die man, obwohl man sie nur so kurz kennenlernt, man weiß so viel über die Figuren, man kann so mit ihnen mitfühlen und das ist was er in dem Film am besten schafft. Und andererseits die größte Stärke von den einzelnen Episoden spielt er am besten in Pulp Fiction aus, wie ich finde. Aber wo ist dieser Film im Gesamtwerk? Ja, genau. Django wahrscheinlich. Wie gesagt, ich habe ihn jetzt erst einmal gesehen und ich tue mir schwer. Ja, sag. Ja, ich glaube, ich würde ihn nach diesen drei Filmen stellen, ungefähr gleich mit Death Proof. Ich mag Death Proof total. Für mich ist es Ich schüttel mich gerade hier. Es ist ein Feel-Good-Movie. Ich habe gerade Kotze runtergeschluckt. Interessant. Schön. Ich liebe den Film. Also okay, also nicht der schlechteste für dich. Nein. Genau, ich finde, in Reservoir Dogs ist einfach, das ist sein unreifster Film. Auch wenn es ein genialer Film Samuel ist. Samuel schüttelt gerade seinen Kopf. Es ist einer der besten Filme, die je gemacht wurden. Das jetzt ist kommt die jeder Kotze wieder Tarantino. Also ja, was sagt denn mein Matthias dazu? Ja. Also für mich ist es, und jetzt kommt's, jetzt sage ich etwas, was vielleicht viele schockieren wird. Ich habe Death Proof noch nicht gesehen, ja. Ist ja nicht so schön. Ist ja nicht so wild. Und weil ich ihn nicht gesehen habe, ich weiß nicht, was ich mit dem Film denken würde, war für mich jetzt Django der schlechteste Tarantino-Film, den ich gesehen habe. Gerade im Vergleich zu meinem Lieblingsfilm, was auch Kill Bill ist von ihm, Teil 1. Ich möchte die auch absondern, Teil 1 und 2, aber darauf muss ich jetzt eigentlich nicht eingehen. Das also da finde ich, da ist eine Fallhöhe. Einfach, die mir zu groß ist. Vor allem, weil ich in Kill Bill auch so, also das Gewaltmotiv, ja, perfekt ausgespielt finde, ja. Und das Gewaltmotiv ist bei Tarantino ja, das hat er ja im Prinzip ja auf eine neue Ebene für mich einfach gehoben. Und das ist hier die Sache, die bei Django zum Beispiel nicht, also die
die ein bisschen verkommt, sag ich mal. Also sagen wir es mal so, Kill Bill, ja, hat das Gewaltmotiv also grandios neu aufgezogen und also verfremdet, erneuert, ich weiß es nicht genau. Und das ist jetzt, und in Django habe ich das Gefühl, dass diese extreme Brutalität, ja, mhm. also natürlich, ne, wenn es eine Schießerei gibt, dann spritzt es richtig viel Blut. Es ist merklich dann, überzogen. Dann, ja. Also natürlich, es ist anders, es genau. ist ganz anders gemacht. Genau, es ist ganz anders gemacht. Und ich finde, hier wird nicht mehr, er gibt ja eigentlich gar keine Diskussionsfläche mehr über seine Gewalt, die er zeigt, ja, die so überproportioniert ist. Sie verkommt bei diesen neueren Filmen so ein bisschen zum so ein Erkennungsmerkmal von so einem Tarantino, was aber nicht mehr wirklich zur Diskussion, nicht diskussionsstiftend mehr ist. Und das finde ich auch ein bisschen schwierig einfach. Also ich muss hier sagen, was ich gut fand an der Gewalt in Django, ist, dass zum Beispiel die Prügelszene, bei der Schulz sich neben Candy setzen muss, die finde ich wirklich gut, weil es wird darauf verzichtet, es erzählt sich fast alles über Ton, über schnelle Schnitte, es wird zwar ein Arm gebrochen, du hörst wie ein Auge oder sowas ausgebrochen, aber du siehst es nicht und das ist irgendwie auch nicht nötig. Und ich glaube, dass Tarantino dadurch auch mal für sich entdeckt, dass du, ohne das zu zeigen, es trotzdem eine unglaubliche Wucht hat und fast noch eindringlicher ist, weil wir es aus der Perspektive von Schulz sehen, der nicht hingucken will. Man sieht, wie er kurz wegguckt, wie er sich unwohl fühlt, und das finde ich wirklich gut an diesem Ding. Sonst hat es so eine totale Beiläufigkeit. Es Absolut. Wird sich total drüber lustig gemacht, und das ist was ein Problem ist. Das war auch bei der Szene mit dem Hund. Es sind Schwarze, es sind Sklaven, und reicht dieser eine Rückblick, wo gesehen wird, wie sie ausgepeitscht werden, um wirklich zu spüren, wie schlimm es ist, wie erniedrigend das ist? Was das eigentlich ist, ausgepeitscht zu werden, das ist eine Frage, die ich mir stelle. Und ich glaube, es reicht nicht, weil auch da macht er wieder etwas Geniales. Er lässt Django selber denjenigen auspeitschen, den gepeitscht hat. Aber auch diese Szene kommt nicht an das Potenzial ran, was sie gerade hat, während ich erzähle, was da passiert. Und das ist etwas, was schade ist. Das ist doch jetzt eigentlich ein guter Übergang auch zu dem, sagen wir mal, drumherum um den Film. Weil da gibt es natürlich sehr viele Debatten. Natürlich ganz klar die Rassismusdebatte mit Spike Lee als Hauptankläger und die Gewalt. Wahrscheinlich ist es einfach noch ist einfach Pech, dass der Film gerade im Fahrtwasser von dem Sandy Hook Massaker stattfand oder quasi herauskam. Aber ja, Matze, du willst anscheinend was sagen. Ja, und zwar glaube ich, dass der Film Gewalt sehr krass unterteilt. Es gibt eine Gewalt, die wirklich wehtut in dem Film, ja. Und das ist eben gerade die Szene, wo dieser Mandingo-Fight, mhm. Das ist was richtig schlimm ist, weil er wenig zeigt, weil er sehr gut mit den mit Geräuschen spielt und mit Reaction-Shots. Keine offenen Wunden und einfach nur Geräusche, genau. Und er schreckt da ein bisschen davor zurück. Also dann, wenn Gewalt quasi wirklich was ist, was unangenehm ist, genau, was man gar nicht sehen will, dann schaut er auch, dann achtet er darauf, dass das was ist, was man nicht sieht. Dass es nichts ist, woran man sich dann aufgeilt. So wie am Ende bei diesem Shootout. Absolut. Diese Comic-Gewalt. Da ist das Problem. Aber noch eine Szene, die seltsam geschnitten ist. Der Mann, der vom Hund zerfleischt wird. Mhm. Etwas, was später wieder genutzt wird als Motiv, um Schulz quasi dem Finalen das i-Tüpfchen draufzusetzen, dass er sich am Ende so verhält. Warum zeigt man da überhaupt? Also an sich wieder totales Tarantino-Ding. Man sieht da, man sieht Django und man sieht Candy, und Candy guckt sich quasi die Reaktion an von diesem Nigger auf dem Pferd, wie quasi einer von ihnen, aus der Sicht von Candy gesprochen, zerfleischt wird. Und da verstehe ich nicht, warum man schon in einer Totale einmal kurz diesen Schwarzen sieht, der von Hunden angegangen wird, und warum es nicht reicht, dass man sieht die Hunde, die an der Kamera vorbeilaufen, die Weißen, die sich daran aufgeilen, und warum er dann nicht bleibt bei Django und bei DiCaprio, warum springt er noch einmal kurz an diesen Schwarzen ran? Das ist wieder ein Schnittding, was ich nicht verstehe, weil dadurch verlieren die Bilder, die wir später im Kopf von Wald sehen, auch an Wucht. Aber für den Zuschauer ist es so leichter, sich zurechtzufinden, dass man weiß, das sind die Bilder, die ich schon mal gesehen habe. Das glaube ich nicht. Wenn man nicht vorher das so lange sieht, man sieht vorher, die Szene ist auch wieder sehr lang. Es gibt doch nur diese eine Szene, wo man, das hätte so gut gepasst, wenn es nicht gezeigt worden wäre. Man weiß, da liegt ein Mann am Boden
Und Hunde werden auf ihn losgelassen. Jedes Publikumsmitglied hätte es verstanden. Es wäre wirklich genial gewesen, wenn man einfach nur gesehen hätte. Nur den Sound. Und genau, der Sound, die Hunde rennen los. Und dann aber danach, wenn man quasi einfach nur das, was Dr. King Schulz kurz aufgeschnappt hat, einfach nur, wenn er mal hingesehen hat, einfach nur das, wenn das wiederkommt, das wäre viel besser gewesen. Also mich hat das trotzdem also auch emotional also gepackt. Also ja, diese plötzlichen Rückblenden. Auch an deiner Hundevergangenheit. An meiner Hundevergangenheit. An meiner auch. Ich habe auch schlechte Erfahrungen gemacht. Nee, ich habe eigentlich gar nicht so schlechte eine Vergangenheit mit Hunden. Das war eine schwere Zeit. Okay, gut, ja. Nee, also die haben mich überzeugt. Muss ich doch noch sagen. Also war keine Milderung für mich zu spüren. Ich würde mal gerne so ein bisschen darauf eingehen, auf dieses, das Rassismus-Ding. Ich finde zum Beispiel, dass dieses überproportionale viele Nutzen des N-Worts, was ja ganz stark vorgeworfen wird, dass immer alle Nigger sagen und so, dass das wirklich halt gerechtfertigt ist für mich in diesem Film, weil ich finde, klar, also lass mich mal bitte ausreden, ich finde, dass es hier ganz konkret das Ziel verfolgt, sich über etwas lustig zu machen, nämlich über die Benutzung dieses Worts. Und ich meine, vor 2 Tagen war im Spiegel ein Artikel darüber, dass das Wort Neger nicht aus Kindergeschichten verschwindet und alles. Und Tarantino, finde ich, Tarantinos Kommentar, in dem er es so viel benutzt und es wird ganz oft auch zu bestimmten Lachern benutzt, macht er sich wirklich sehr gut darüber lustig und zeigt auch diese Seltsamkeit dieses Worts offen. Ich finde, dass es wurde viel benutzt zu der Zeit. Er nutzt es hier, ich finde, ihm dadurch vorzuwerfen, er wäre ein Rassist, ist schlicht und einfach falsch. Ich habe dich auch falsch verstanden, weil ich kann es auch wirklich nicht nachvollziehen, weil das wäre einfach eine absolute Lüge gewesen, wenn er es nicht mit reingebracht hätte, wenn er es vermieden hätte. Das hätte alles so einfach gemildert. Aber ich fand es eigentlich genial, das fällt ja super auf, das Wort, aber auch von so vielen Leuten wird das genannt. Und jeder Charakter benutzt dieses Wort ein bisschen anders. Da liegt eine ganz andere Nuance drin. Ja, und du merkst was immer bei diesem Wort mitschwingt, auch jetzt gerade in der Gesellschaft, also was man erfährt bei so diesem Wort Nigger, ja, was man aus der Rap-Kultur kennt, ja, und ich weiß nicht wo, und als Beleidigung, die Streitthemen. Und durch diese, und ich finde, da wird so ein Bild erschaffen, so was ich, wo die Charaktere immer dieses Wort sagen und so differenziert. Genau, ja. Und das zeigt mir so ein Bild nur von diesem Wort das auf, so wie mannigfaltig dieses Wort ist, wie es verstanden wird, ob es jetzt Leonardo DiCaprio sagt, ob es Samuel L. Jackson benutzt in seiner Rolle, ob es Django oder die weißen anderen benutzen. Das ist immer aber so ein ganz großartigsten benutzt ist Samuel L. Jackson, meiner Meinung. Ja, natürlich. Ja. Wir haben es jetzt anscheinend klar festgestellt, wir lieben ihn. Aber ich verstehe, also um nochmal direkt auf Spike Lee zu sprechen zu kommen. Es ist ja bekannt, er führt da quasi eine private Fehde mit Tarantino seit Jackie Brown, wo er auch schon der Meinung war, dass das N-Wort zu oft genutzt wurde. Und dass es stößt bei ihm anscheinend einfach sauer auf, dass quasi Tarantino sich seiner Meinung nach einfach eine Kultur zu eigen macht, die ihm nicht zusteht. Und es ist vielleicht ein bisschen gewagt, das zu behaupten, aber Spike Lee ist für mich teilweise wirklich sehr rassistisch. Denn einfach, wie ich gelesen habe, wo zum Beispiel, er hat den Film Malcolm X gedreht, der sollte ursprünglich von einem weißen Regisseur gedreht werden und das fand er unerhört. Das, der Meinung ist, das steht ihm nicht zu, das ist einfach eine Unterteilung, das ist frech. Und deswegen, es gab einen, ich weiß nicht mehr genau, wer das war, einen US-Rapper, der auch darauf eingegangen ist, auf Spike Lees Vorwurf und ihn auch gebrandmarkt hat als völligen Idioten, der dann einfach sagte, ich habe das Gefühl, Spike Lee ist einfach nur wütend darüber, dass er diesen Film nicht zuerst gemacht hat, dass er nicht darauf zuerst gekommen ist. Dass er einfach wütend ist und dass er auch schon so ganz hämisch so gefragt hat, was erwartet er, und das kann dass man gut ihn zum sein. Ehren Schwarzen macht oder was. Das kann gut sein, also ich bei rassistisch, das mag ich mir jetzt nicht anmuten, darüber zu urteilen, weil ich es einfach nicht, da mich nicht mit beschäftigt, aber dieser Film hat schon sehr viel von einem schwarzen Film mit der Art, wie der Hip-Hop eingesetzt wird, so wie Django oder wie Jamie Foxx ihn so spielt. Ich finde, es werden ganz viel, aber auch ist dieser Film ein Film, der Stereotypen aufbricht, ja, weil er zeigt den einen, wie immer gesagt wird, den Nigger unter 10.000,
der Jamie Foxx hier ist, der rausbricht, der quasi entgegen dieses Stereotyps des Sklaven sich aufgelehnt hat. Er zeigt Schulz, der ein Stereotyp eigentlich als ein Stereotyp, wäre er ein Deutscher, der hasst die Ausländer, der hasst die Schwarzen, aber das tut aber er hier ist der nicht. Große er ist der große Befreier, dann hat man dann jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. Sag. Okay, also in dem Zusammenhang auch eine Szene, auch ganz wichtig, die für viele Lacher gesorgt hat, als Jamie Foxx sich dann seinen eigenen Anzug aussuchen darf. Ja? Mhm. Und ja, genau, was passiert? Er nimmt sich ein merkwürdiges Outfit und darauf wird aber noch eingegangen, indem ihn eine andere Sklavin darauf anspricht, hör mal, du bist frei und ziehst diese Kleidung freiwillig an, wo auch nochmal so eine Brücke geschlagen, die halt auch nötig war. Ja? Und ein weiterer Stereotyp ist auch der Charakter von Frederick, oder wie der heißt, der Samuel L. Jackson, ich weiß nicht mehr, ob der so hieß, oder hieß der Steven. Der ja eigentlich so ein bisschen wie Onkel Tom ist. Ja, so. Absolut. Und er ist aber der rassistischste von allen in diesem Film. Er ist derjenige, der auch dieses Onkel Tom-Bild total aufbricht, weil er ist nicht, weil Leonardo DiCaprio erzählt ja auch später, da war früher ein alter Neger, der hat sich um alle gekümmert und das hat ja so ein bisschen dann der Steven übernommen. Aber er ist trotzdem der Strippenzieher und dadurch wird auch wieder ein Stereotyp aufgebrochen. Also da sind schon große Sachen drin, wo Tarantino, finde ich, das Gegenteil von dem tut, als das, was ihm vorgeworfen wird. Ja. Über die Gewaltsache finde ich, dass es total unnötig ist, darüber sich zu unterhalten, weil es... Das ist einfach Tarantino. Weil es Tarantino ist und weil ich nicht finde, dass das... Filmgewalt ist keine echte Gewalt. Filmgewalt kann Spaß machen. Ich habe gegrinst, während die Blut... Also ich nicht. Wie der eine immer und immer wieder angeschossen wird, das ist doch einfach lustig. Tut mir leid. Ja, also ich weiß nicht, also ich bin ja auch Verfechter davon, dass Gewalt, die kann super viel Spaß machen. Meine andere Meinung. Ich bin da aber tatsächlich jemand, der dann doch recht zusammenzuckt. Also ich habe früher war es eigentlich auch so. Ich meine so, vor allem wenn man so jung ist, mit 15, 16, dann guckt man sich, ja, ich will diese Blutfilme gucken und so. Und ich weiß nicht, in letzter Zeit bin ich so ein bisschen da rausgekommen, sodass mir das doch immer also so ein bisschen missfällt, weil ich das immer so ein bisschen, ich sehe das ein bisschen schwieriger immer, das Gewalt. Also ja, Samuel sucht gerade ein Taschentuch für mich, damit ich endlich weinen kann. Ja, aber es ist ja in dem Fall, ich kann verstehen, dass du vielleicht nicht mehr aktiv halt nach Blutfilmen suchst, einfach weil du einfach schon darüber hinausgewachsen bist. Du willst einfach nicht mehr solche Filme sehen um des Blutes wegen. Ja, genau. Und das macht er ja aber nicht. Das ist einfach nur einfach ein kleiner Bestandteil. Man kann drüber lachen, man kann, ja genau, ein Gimmick, man kann drüber lachen, man kann zusammenzucken, einfach, es soll einfach zeigen, rohe Gewalt, wie roh ist man. Aber wie gesagt, so, das ist dann halt für mich so, dass bei Tarantino im Gegensatz zu Kill Bill halt so praktisch wird die Gewalt stumpfer, die wird praktisch so genießbar, dass man überhaupt nicht mehr darüber nachdenken muss, weil Kill Bill war ja so offensiv eingesetzt, dass man in einem anderen Stil, so dass ich das nur viel um nochmal eine Brücke zu schlagen, da finde ich die Gewalt am besten eingesetzt bei Reservoir Dogs, weil du hast nur diese eine extrem brutale Stelle und sie ist, das ist ein guter Akzent. so ein starker Akzent, das ist so nachhaltig, es ist eine der bekanntesten Szenen, dieser Polizist und Mike Madsen. Ich finde, Das finde ich ist zum Beispiel wirklich großartig. Ja, aber also es ist einfach, man kann einfach nur sagen, sobald es eine Diskussion im Zusammenhang mit einem Film gibt, wie man das jetzt auch bei Zero Dark Thirty im Zusammenhang mit den Folter-Szenen hatte, es ist einfach so, da kann man einfach nicht so viel rumdiskutieren. Ein Film bleibt ein Film, rassistisch, ja gut. Wenn es einfach so offen damit umgegangen wird, muss man sich fragen, ob das dann nicht gerade deswegen nicht rassistisch ist, einfach wenn man damit umgeht. Aber, na gut, also grundsätzlich hatte ich das Gefühl, keiner fand den Film hier so wirklich schlecht. Nee, keiner von uns. Ich glaube, wir fanden ihn alle sogar mindestens gut. Also wir hatten als Gruppe alle viel Spaß im Kino. Auf jeden Fall. Er hält unter der Zeitlupe hält er aber nicht ganz, was er vielleicht versprochen hat. Und er hält die analytische Betrachtung nicht ganz. Man muss ganz auch sagen, Tarantino ist jemand, der selber auch sehr viel dafür tut, indem er so Sachen sagt, wie dass sein Filmschaffen unique ist und sowas, dass er höhere Erwartungen schafft. Und das ist auch gerechtfertigt, dass je mehr tolle Filme jemand macht, desto höher werden die Erwartungen. Und ich finde, dass er diesen Erwartungen gerade in diesem Genre nicht ganz gerecht geworden ist. Natürlich kann Matze jetzt kommen und sagen, beim 800. Mal hat er hinten noch einen Schwarzen entdeckt, der irgendwas total Lustiges gemacht hat und dann ergibt es Sinn. Aber ich denke jetzt nach dem ersten Mal, dass ich trotzdem etwas enttäuscht bin, obwohl ich
Spaß hatte. Ja, ja. Das kann man, also er hat nicht das gehalten, was ich. Aber wiederum hat er trotzdem einzelne wirklich großartige. Und großartige Schauspieler auch. Man darf sich angucken. Wow. Man darf sich sehr gerne. Allein wegen den Schauspielern. Man sollte ihn sich angucken. Allein wegen den Schauspielern. Und man sollte ihn auch auf der Kinoleinwand sehen. Ja, das ist ein absoluter Kinofilm. Er ist ja auch auf Film gedreht, nicht digital, was Tarantino so liebt. Und deswegen. Aber, na gut, also. Was erwarten wir eigentlich so von nächsten Film? Was gibt es denn eigentlich so in dieser Zeit? Also soweit ich weiß, Ende Februar läuft The Master an. Wäre das ein möglicher Kandidat? Ich fände geil, wenn wir uns auf The Master konzentrieren würden als nächstes. Denn das ist auch so ein absolut sehr Film. Paul Thomas Anderson, ein super Typ, über den man sich lange auch ein Buddy von Tarantino. Das Ding ist, das ist wie, ein wenig wie bei Django, man hat Erwartungen an den Film. Denn absolut krasse Besetzung, vorab ja schon einen Haufen Lorbeeren geerntet. Und man kann ihn super in Zusammenhang setzen, weil Paul Thomas Andersons Övre halt bekannt und viel nicht gerade umfangreich, aber wirklich mit Gehalt. Die Sand. Ich freue mich am meisten in diesem Jahr, da ich schon Zero Dark Thirty gesehen habe. Den würde ich auch sehr gerne sehen. Über den ich auch schon eine Kritik geschrieben habe und von dem ich extrem begeistert war, freue ich mich in diesem Jahr. Also ich hatte mich vorher auf den am meisten gefreut. Auf zwei Filme, und zwar den neuen Park Chan-wook. Stoker. Und danach auf Pacific Rim, den neuen Del Toro, weil ich den liebe. Ein Schmaus ist. Auf die beiden freue ich mich. Matthias. Oder Matze. Ja, ich hatte mich bis gestern wie ein Wiener Schnitzel auf den neuen Stirb langsam gefreut. Dann habe ich einen Trailer gesehen. Und, die Action soll ganz gut aus. Osteuropäische Action. Ich bin halt schon ein bisschen traurig darüber, wenn in dem Trailer schon CGI zu sehen ist. Ich reiche es weiter. Ich habe mich so gefreut, Blutpacks explodieren zu sehen in Tarantino, und ich mag praktische Effekte. Nicht so viel CGI. Gib mir das Taschentuch wieder. Deswegen, aber es ist trotzdem einer der Filme, auf die ich mich am meisten freue. Also natürlich Matthias. Der absolute Hit von meinem Lieblingsregisseur dieses Jahr, The Wonder von Terrence Malick. Es ist natürlich, was alle einsehen müssten, der großartige Regisseur der letzten. Hast du alle Terrence Malick Filme gesehen? Ich habe alle Terrence Malick Filme gesehen. Okay, man muss dazu sagen, ich finde die ab den 90ern, also begonnen mit The Thin Red Line, alle am besten. Die dahinter sind anders, zeichnen sich durch was anderes aus, aber immer noch groß. Also ich freue mich auf To the Wonder, das wird grandios. Ich freue mich auf tolle Schauspieler, auf großartige Kamera von Emanuel Lubezki. Aber Ben Affleck ist dabei. Das ist... Say what? Hey, Ben Affleck, ich mag ihn auch nicht, aber wie gesagt, mal gucken, ob er mehr als drei Gesichtszüge schafft. Und ich gebe den Cage oder das Mikro weiter. Ich fand es nur so herrlich, wo ich wieder so herrlich lachen musste über Ben Affleck. Es ging ja darum, natürlich, Oscars, er ist nicht als bester Regisseur nominiert. Und worauf ich hinaus will, hat sich dazu geäußert und meinte so, ja, es haben alle sich beschwert, ist ja okay, ich finde es nicht schlimm. Was ich aber irgendwie seltsam fand, es hat sich keiner darüber beschwert, dass ich nicht als bester Hauptdarsteller nominiert war. Das war irgendwie seltsam. Ich hätte auch gedacht, Carlotta, du hättest als bester Hauptdarsteller nominiert werden sollen, aber... Ach, scheiße. Keiner ist drauf eingegangen. Na, scheiße. Dann würde ich sagen, wir sehen uns, hören uns wieder. Ganz kurz noch, ich wollte einfach dagegen aufbrechen. Ich freue mich sehr auf den zweiten Teil vom Hobbit. Hate is gonna hate. Ja, ich freue mich. Ich hate. Ich werde ihn anschauen. Ich werde ihn anschauen. Ich sage jetzt schon, er wird besser als der letzte, aber er wird auch unter der Zeitlupe nicht bestehen. Wir sehen uns, hören uns in einem Monat wieder bei The Master, würde ich sagen. Ja, es ist... Also es sei denn, es kommt noch irgendwas dazwischen, und wir sind so begeistert von unserem ersten Podcast, dass wir direkt morgen den zweiten loslegen, wenn wir heute Abend schon... Wahrscheinlich nicht, ich habe keinen Bock mehr. Okay. Ich fand's super. Gut, dann bedanken wir uns fürs Zuhören und dann bis zum nächsten Mal.